Ich darf jetzt ganz herzlich begrüßen heute Abend die Gäste des Abends. Das sind Katja Kipping, Vorsitzende der Linken und sozialpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke. Das ist Karin Ley. Sie ist alleine. Das ist Karin Ley. Sie ist verbraucherpolitische Sprecherin unserer Bundestagsfraktion und stellvertretende Parteivorsitzende. Das ist Herr Lukas Siebenkotten, der Direktor des Deutschen Mieterbundes, und Herr Christian Rietschel, der Vereinsvorsitzende von Haus und Grund e.V. hier in Dresden. Moderiert wird die Veranstaltung von Herrn Frieder Rosenthal, an den ich jetzt auch übergeben würde, und wünsche Ihnen einen spannenden Abend. Herzlich willkommen. Wir sind ja schon vorgestellt worden. Die Seele des Abends könnte die sein, dass alle Sorgen, Ängste, Forderungen, Hoffnungen und Anregungen von Ihnen so authentisch wie möglich hier an die Mitwirkenden, an das Podium gestellt werden, die als Beruf Ihnen helfen wollen und auch müssen. Und der Versuch am Anfang soll sein, etwa eine Viertelstunde, dass jeder hier ein kurzes Statement abgibt von 2-3 Minuten, vielleicht auch 5 Minuten, und wir dann in eine Diskussion kommen, von der wir hoffen, dass wir am Ende sagen, die war nützlich und anregend. Zu Beginn die Information, die Linke hat eine wohnungspolitische Initiative ins Leben gerufen und die Frau Ley ist erstmal parteipolitisch für dieses Konzept die aussagefähige. Ich möchte aber gern, Frau Kipping, dass wir uns das teilen, dass Sie vielleicht oder Frau Ley erstmal sagen, wie schätzen Sie denn eigentlich die Entwicklung der letzten 20 Jahre zwischen Einkünften, Löhnen und Mieten fest? Je nachdem, wem man das in Auftrag gibt, sind ja die Zahlen unterschiedlich. Frau Kipping, wir fangen mal an. Wie ist diese Entwicklung und ist diese Entwicklung unter diesen kapitalistischen Strukturen eigentlich überhaupt aufhaltbar? Ja, einen wunderschönen guten Abend an Sie auch von meiner Seite. In der Tat gibt es eine unterschiedliche Entwicklung, wenn man die Löhne sieht, die Reallöhne, die sind in den letzten Jahren sogar gesunken. Das ist aber bloß ein Durchschnittswert. Besonders brisant wird, wenn man sich das anschaut, welche Löhne aus welcher Einkommensgruppe sich wie entwickelt haben. Also weil wir wissen, dass die Einkommen der reichsten 10% deutlich gestiegen sind in den letzten Jahren. Währenddessen, wenn man sich so die Löhne der unteren 50% anschaut, hat es da sogar eine Negativentwicklung gegeben. Das wäre es an sich schon nicht schön. Schlimm wird vor allen Dingen dann, wenn das Ganze einhergeht, Entwicklung bei Mieten, die man zumindest in einigen Regionen, Ballungsstädten mit Mietexplosion beschreiben kann. Und ich weiß noch, es gab so eine Faustregel, früher hieß es so, man soll nicht mehr als ein Drittel seines monatlichen Einkommens für Miete ausgeben. Also das, wenn man das heutzutage einhalten will, dann hat man in manchen Städten ein echtes Problem. Und ich finde, diese Entwicklung vor allen Dingen in Großstädten, in Ballungsräumen hat zugenommen. Wir erleben wirklich, wie der gesellschaftliche Riss sich auch geografisch inzwischen abbildet. Also mir ist das mal sehr bewusst geworden. Ich war beim Erwerbslosenfrühstück und das war ein anregendes Gespräch. Und auf einmal bricht es aus einer Frau heraus und die sagt, ja, seitdem bei der Bundesagentur, das nach Postleitzahlen organisiert sind, habe ich das Gefühl, dass ich deutlich benachteiligt werde, nur weil ich in Prolis wohne. Da war ich erst mal irritiert und konnte mir das gar nicht vorstellen. So, will jetzt auch keinen Generalverdacht aussprechen, weil ich glaube, viele in Jobcenter machen da eine wirklich schwere und gute Arbeit. Aber das hat jemand nochmal bestätigt dann aus einer ganz anderen Sicht und sagte, ja, wenn du aus einem bestimmten Viertel bist, bist du gleich abgestempelt. Ich war da erst skeptisch, ob das so stimmt und habe dann wenige Tage später gelesen, dass es inzwischen ein neues Verfahren gibt, um die Kreditwürdigkeit von Menschen einzuschätzen. Und da wird eben nicht nur geschaut, haben die Leute Schufa-Einträge, sondern auch, bei welcher Postleitzahl wohnen sie. Und ohne jetzt zu sehr Cassandra spielen zu wollen, stellt sich da natürlich die Frage, sind wir inzwischen in einer Gesellschaft vor Gilt, sage mir, welche Postleitzahl du hast und ich sage dir, wie deine Zukunftschancen sind. Ja, und vor diesem Hintergrund ganz klar, wir erleben schon, dass
die Menschen je nach Einkommen sich in einzelne Gebiete zurückziehen. Also Bevorzugte und Benachteiligte ziehen sich in ihre Gebiete jeweils zurück. Und das ist ein Zustand, der ist nicht vom Himmel gefallen. Da hat es auch politische Entscheidungen gegeben. Eine Entscheidung, das sind natürlich die Regelungen zu den Kosten der Unterkunft. Ist ein toller bürokratischer Begriff, meint natürlich das Geld, was man bekommt, wenn man auf Hartz IV angewiesen ist für das Wohnen. Und da hat es ja auch in Dresden einen ganz langen Kampf darum gegeben, dass da endlich ordentliche Sätze gezahlt werden. Wir wissen, dass es in, also auch viele Leute, die zu mir in die Sprechstunde kommen, verdeutlichen das sehr stark, dass halt der Verlust des Arbeitsplatzes spätestens nach 6 Monaten auch sehr häufig bedeutet, dass man sich eine neue Wohnung suchen muss, zu einer niedrigeren Miete, und das bedeutet halt sehr oft den Verlust des Wohnungsumfeldes. Und das wird so als doppelten Abstieg, als doppelndes Scheitern empfunden, was ein richtiges Problem ist. Hinzu kommt, um noch einen zweiten Punkt zu nennen, das ist die Frage des Wohngeldes. Das ist ja ein Zuschuss, den Menschen bekommen mit einem sehr geringen Einkommen. Und da hat es mal eine Zeit gegeben, wo auch auf unseren Druck hin immerhin es noch galt, dass es dazu einen Heizkostenzuschuss gibt. Auch das ist im Zuge des Sparpaketes von der Regierung eingestellt worden. Und wir alle wissen, ne, der letzte Winter war ein ziemlich kalter, und das heißt halt, dass gerade in solche Grundsachen wie Wärme, wie Miete ein großer Teil des Geldes reingeht und am Ende fehlt es dann wirklich bei auch wichtigen Dingen, die zur gesellschaftlichen Teilhabe notwendig sind. Frau Leit, die Linke hat eine wohnungspolitische Initiative formuliert in den letzten Wochen. Ein Punkt ist die Forderung nach 150.000 Wohnungen, sozialen Wohnungsbau. Wo sind denn eigentlich die Chancen der Linken als Oppositionspartei und auch zukünftige Oppositionspartei? Was können Sie denn eigentlich mit diesen Vorschlägen, können Sie überhaupt etwas zwingend beeinflussen? Ja, also die Mieten- und wohnungspolitische Offensive der Linken, die haben wir jetzt nicht vor ein paar Wochen gestartet, sondern vor 2 Jahren. Ich habe die etwa vor 2 Jahren initiiert, als ich Bundesgeschäftsführerin der Linken war. Und ja, ich sage mal aus eigenem Erleben in der Dresdner Neustadt und in Berlin-Kreuzberg das Problem sozusagen Tag für Tag vor Augen gesehen habe, dass nämlich zumindest in einigen Kiezen, in einigen Stadtteilen die Mieten rasant ansteigen. Wir haben damals schon als Linke ein ziemlich umfangreiches Programm formuliert, um diese Mieten auch zu reduzieren. Eine Beobachtung finde ich da interessant und in gewisser Hinsicht auch erschreckend. Wir haben viele damals gesagt, na, es ist schon toll, dass es so eine Mieten- und wohnungspolitische Offensive macht. Das ist gut für Berlin, das ist gut für Hamburg, das ist gut für Frankfurt und auch für München. Aber wir hier im Osten und insbesondere auf dem Land und in den kleinen Städten, wir haben ganz andere Probleme. Unser Problem ist der Wohnungsleerstand, und das mit diesen steigenden Mietkosten ist kein Problem. Jetzt muss ich leider, feststellen, dass sich diese Einschätzung sehr verändert hat in den letzten Monaten, muss man eigentlich sagen, also sowohl aus Dresden als auch aus Leipzig, aber auch so, was so den Speckgürtel, sage ich mal, anbelangt. Ob das jetzt Meißen ist, ob das Pirna ist oder umliegende Gemeinden sind, da gibt es offenbar auch einen Druck auf die Mieten. Und ich merke es einfach daran, dass ich dort viele Nachfragen für Veranstaltungen, für Statements bekomme, wo also tatsächlich das Problem auch den Osten zumindest in den Ballungszentren erreicht hat, und das ist natürlich erschreckend. Dresden ist ein gutes Beispiel. Hier haben wir die Situation, dass die Stadt einen ziemlichen Zuzug erlebt hat. Wir haben die Situation, dass es immer mehr Single-Haushalte gibt, dass also auch dadurch die Nachfrage an Wohnungen steigt. Und ich stelle generell fest, dass alleine die Tatsache, dass es in bestimmten Städten Leerstand von Wohnungen gibt, heißt im Umkehrschluss noch nicht, dass die Wohnungen dann für die bezahlbar sind, die ein geringes Einkommen haben, sprich für Erwerbslose, für Studenten, für Rentner oder einfach für die vielen, die zwar arbeiten gehen, aber trotzdem an der Armutsgrenze leben. Insofern gibt es dieses Problem jetzt tatsächlich auch ziemlich umfassend in vielen ostdeutschen Regionen. Zu Ihrer Frage, was kann die Linke eigentlich bewirken aus der Opposition heraus mit unserem 10-Punkte-Programm? Ich hoffe, ich habe im Laufe des Abends die Möglichkeit, auf das ein oder andere davon noch einzugehen. Aber eigentlich ist das ein ganz gutes Beispiel. Ich habe im Sommer eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, weil mir doch aufgefallen ist, dass es um dieses ganze Thema sozialer Wohnungsbau eigentlich ziemlich ruhig geworden ist. Und habe dann mal nachgefragt, nachdem es bei der letzten Föderalismusreform der soziale Wohnungsbau im Grunde vom Bund auf die Länder gegeben wurde, was ist dann eigentlich passiert?
Und die Antwort war ziemlich erschreckend. Es sind in wenigen Jahren 800.000 Sozialwohnungen abgebaut worden. Also die Wohnung gibt es dann zum Teil noch, aber die haben dann keine Mietpreisbindung mehr. Das heißt, es gibt einen massiven Rückgang an Sozialwohnungen, obwohl der Bedarf an Wohnungen massiv gestiegen ist. Und das hat immerhin dann wochenlang im Sommer die mediale Berichterstattung bestimmt und ich glaube auch ein Stück weit dazu geführt, dass dieses Thema Wohnen und Mieten jetzt auch ein Wahlkampfthema wird. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt alle anderen Parteien unsere linken Forderungen übernehmen, aber das heißt, dass sich alle dazu positionieren müssen und die Forderung, dass der soziale Wohnungsbau wieder belebt werden muss, die hat sich inzwischen rumgesprochen, das freut mich. Also ich glaube, erst heute haben einige Bürgermeister von, also SPD-Bürgermeister von Großstädten auch nochmal eine Initiative für einen sozialen Wohnungsbau gefordert. Insofern ist es eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wie die Linke aus der Opposition heraus Probleme aufzeigen kann, Forderungen formulieren kann, die dann auch von anderen übernommen werden. Und ich bin mir ganz sicher, irgendwann werden sie auch umgesetzt. Hoffnung, dass die Mieter immer der Mittelpunkt sind. Ist das richtig? Gut. Ja, selbstverständlich. Also der Ansatz war, dass wir als Linke die Partei der Mieterinnen und Mieter sind. Die Mieterinnen und Mieter brauchen eine Lobby und der ein oder andere wird dieses Gesetzentwurf verfolgt haben mit diesem sperrigen bürokratischen Namen Mietrechtsänderungsgesetz. Das ist vor kurzem beschlossen worden mit den Stimmen der Regierungsfraktionen, also mit von CDU und von FDP. Und die Opposition war an dieser Stelle auch tatsächlich geschlossen dagegen, weil es tatsächlich aus unserer Sicht Verschlechterung für die Mieterinnen und Mieter bedeutet und weil es ein Gesetz ist, was im Interesse der Vermieter gemacht wurde und was eigentlich nur auf die, ja in Anführungszeichen, gute Lobbyarbeit der Vermieter zurückzuführen ist. Für die Mieter heißt es, dass die Wohnungen schneller geräumt werden können und deswegen sind wir da auch strikt dagegen. Herr Rietschel, Sie gehen darauf ein, auf die letzten Sätze jetzt von Frau Ley, aber bitte noch mal vorher, Herr Siebenkotte. In Deutschland oder die deutschen Sparguthaben nur, belaufen sich auf 4,2 Billionen Euro. Übersetzt sind das 4.200 Milliarden Euro. Diese Sparanlagen oder die Anleger suchen Sicherheit. Der Aktienmarkt ist offensichtlich ausgereizt, Gold auch, aber Häuser, Wohnungen, Eigentum. Diese Eigendynamik, dass die Anleger, die Sparer ihre Sicherheiten suchen, und zwar im Wohnungsbau, entfachen ja eine Dynamik, ist die überhaupt zu bremsen? Ja, grundsätzlich ist es ja gar nicht schlimm, wenn Kapital in den Wohnungsbau gesteckt wird. Es kommt nur an der falschen Stelle im Wohnungsbau an. Das ist das Problem. Wir haben die Situation, dass die Formel Reich baut für Reich wunderbar funktioniert. Da kann man offenbar die größten Renditen erzielen und infolgedessen wird in diesem Bereich gebaut, bei ganz hochpreisigen Mieten. Um diejenigen, die viel Geld haben, braucht man sich also nicht zu kümmern, die kriegen das selber geregelt. Was das große Problem ist, ist, dass die Gelder, die in der Tat da sind, nicht da landen, wo bezahlbares Wohnen entsteht. Das ist das große Problem. Und das halte ich für eine wesentliche Aufgabe der politischen Kräfte, sich damit zu beschäftigen, wie können wir Kapital, privates Kapital, das ist das ja, was auf den Sparkonten lagert und anderswo, wie können wir das dahin bekommen, dass bezahlbare Wohnungen davon errichtet werden? Und das ist jedenfalls aus meiner Sicht die entscheidende Frage, die man nur damit beantworten kann, dass man sagt, wir wollen erreichen, dass, ich sag mal, Verträge geschlossen werden, ähnlich wie das früher beim sozialen Wohnungsbau der Fall war, den ich allerdings nicht genauso weiterführen würde, aber das will ich jetzt an dieser Stelle nicht ausführen, das machen wir später. Ähnlich wie das früher beim sozialen Wohnungsbau der Fall war, wo man sagt, du bekommst einen bestimmten Zuschuss oder eine Steuerersparnis und dafür bist du bereit, über einen Zeitraum von 20 Jahren, meinetwegen auch 30, da kann man im Einzelnen drüber diskutieren, eine Miete von nicht mehr als X zu nehmen. Das ist für mich ein entscheidender Punkt, wie man weiterkommt. Aber Sie gehen heute Abend noch mit Ihren Vorschlägen darauf ein. Jetzt mal nicht von Politikern, sondern von Ihren. Ja, selbstverständlich. Ja. Herr Rietschel, Sie sind Vertreter der Vermieter. Danke für den Mut, dass Sie hergekommen sind.
Es ist ja offensichtlich da eine ganze Menge Munition in der Luft. Ist es mittlerweile so emotional, dass der Vermieter der gefühlte Feind des Mieters ist? Ich sehe das ganz und gar nicht so. Ohne Vermieter gäbe es keine Mieter. Das muss man mal einfach ganz nüchtern feststellen. Was wir haben, ist ein riesiges Problem der Verteilung. Das Geld ist falsch verteilt. Herr Siebenkotten hat es schon richtig gesagt. Wenn ein Teil der Bevölkerung so gut verdient, dass er sich alles leisten kann, dann muss man fragen, hat dieser Teil das auch wirklich verdient? Und zwar unter dem Gesichtspunkt dienen, nicht bekommen. Und das wird meines Erachtens viel zu wenig diskutiert. Entschuldigung, wen meinen Sie jetzt damit in den letzten Sätzen? Wen haben Sie jetzt gemeint? Alle die, die ein Einkommen haben, was weit über dem liegt, was man zum Leben wirklich braucht. Wo ist da Ihre Vorstellung? Eine Zahl kann ich da schwer nennen. Die Ansprüche sind auch unterschiedlich. Aber man sieht das in vielen Berufsgruppen. Wer in seinem Beruf so viel Geld verdient, dass er anschließend das in Immobilien anlegen muss, um es der Inflation vielleicht vorzuenthalten oder dem Finanzamt vorzuenthalten oder wie auch immer, dann ist dort meines Erachtens der Anspruch überzogen. Und auch dort gehört es einfach, was wir mit Sorge beobachten, ist, dass die Spreizung zwischen guten Einkommen und weniger guten Einkommen immer deutlicher auseinanderdriftet. Und das findet sich am Ende in der Miete wieder. Die einen können sich alles leisten. Unsere Klientel sind nicht die reichen Vermieter. Wir vertreten die kleinen Vermieter, die das Finanzamt im Nacken haben und die Bank im Nacken haben, ihre Objekte kostendeckend zu bewirtschaften. Da gibt es sicherlich auch einige, die nachfragen, ich habe jetzt 15 Jahre die Miete nicht erhöht, das muss doch jetzt mal möglich sein. In der Zeitung steht immer, die Mieten explodieren. Da will ich das jetzt auch mal. Das ist ein Mitnahmeeffekt, der da ist, den wollen wir auch nicht leugnen, aber letztlich auch ein Stück weit durch die Medien angeheizt. Was aber auch stattfindet, ist eine ganz schleichende Eigentumsumverteilung. Viele kleine Eigentümer geben auf, anschließend sind große Gesellschaften die Eigentümer dieser Immobilien. Eine breite Streuung des Eigentums sorgt letztlich dafür, dass die Mieten nicht exorbitant ansteigen. Der Vermieter, der mit seinen Mietern unter einem Dach wohnt, der will seinen Mietern auch künftig in die Augen sehen können. Ich will nicht sagen, dass es dort keine Konflikte gibt, aber dort gibt es so etwas wie Anstand und gute Sitten immer noch und auch ein Stück weit Rücksichtnahme. Das finden wir bei anonymem Eigentum kaum in dieser Form. Dort geht es rein nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und dann wird durchgezogen. Ich hätte mir damals, als die WOPA in Dresden privatisiert worden ist, lieber gewünscht, die Wohnungen wären an die Mieter verkauft worden. Das wäre eine viel bessere Sozialstruktur entstanden, als wenn eine solche anonyme Gesellschaft, die genauso funktioniert wie der VEB Gebäudewirtschaft, in dem nämlich nichts an den Häusern gemacht wird und nur Geld rausgezogen wird. Damals hatte das noch andere Gründe, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Aber unser Problem ist oft ein Stück hausgemacht und die wirklichen gesellschaftlichen Probleme werden zu wenig debattiert. Wenn allein in Dresden der öffentliche Dienst jetzt bekommt 5,5% mehr Einkommen. Oder, gut, das kann ich jetzt nie bestätigen, aber da kommen Jahreszahlen zusammen, da wäre das Kulturkraftwerk und der Kulturpalast und die Schulsanierung kein Problem mehr. Und dort haben wir Einkommen in der Regel, die eben schon im gehobenen Bereich liegen. Da wird auf sehr hohem Niveau gejammert. Herr Ritschl, herzlichen Dank. Versprochen war, dass wir jetzt schon beginnen mit den Fragestellungen. Im Mittelpunkt sollen Ihre Sorgen, Ihre Fragen, Ihre Hoffnungen, vielleicht auch die Vorschläge, die politischen Erwartungen hier benannt werden. Die verschiedenen Denkansätze sind je nach Herkunft hier etwa benannt worden. Wer möchte was fragen? Bitte schön. Ich möchte nichts fragen, ich möchte was sagen. Und zwar, ich bin seit 22 Jahren Haus und Grund Mitglied und bin seitdem auch Hauseigentümer. Ich habe 500.000 Schulden gehabt. Und dieser Staat,
dieser christlich-demokratische Staat oder auch sozialdemokratische Staat, ja, der fragt nicht, wo ich die Grundsteuer bezahle, wie ich das nehme, wenn das Haus leer ist, sondern der Staat will immer das Geld haben. Dieser Staat mit seinen Beamten ist geldgierig wie noch nie. Und der führt uns alle in die Armut. Es kann nicht sein, dass die Beamten 6,5% bekommen. Das macht für die Stadt Dresden 230 Millionen. Das muss man sich mal überlegen, Leute, was man mit dem Geld machen könnte. Wie es der Richard schon gesagt hat, man könnte den Kulturpalast ummachen. Wir kennen das Kraftwerk Mitte und werden noch genügend Geld für Schulen und Kindergärten. Aber nein, es wird alles verbraten in die Beamten. Und das kann nicht wahr sein. Der Staat wird immer größer und immer habgieriger. Das geht schon los mit der Drehbank. Es kann nicht sein, dass eine Frau Kaufmann, wie sie hier sitzt, hier sagt, wenn die Drehbank im Jahr 60 Millionen Gewinn macht und die sagen nur 60 Millionen, die machen bestimmt viel mehr und die leben alle nicht schlecht, die Mitarbeiter. Da kann man doch, muss man doch mal sagen, jetzt reicht's mit den Strom erhöhen und mit den Gas erhöhen. Da muss man die Linke einsetzen. Die Linke ist kräftig genug. Frau Kalterkeping, das wissen Sie. Mit Ihrer Friedrich-Ebert-Stiftung und Roten Baum, was Sie alles so haben. So, Sie bringen die Massen auf die Straße, gehen Sie dorthin und sagen Sie mal den Leuten, jetzt ist Schluss, jetzt macht aber den Strom billiger. Es kann doch nicht sein, dass der Strom für 2 Cent das Kraftwerk in Vattenfall verlässt und wir müssen hier 26 Cent für die Kilowattstunde bezahlen. Leute, es reicht. Ja, ich würde zum einen noch mal, also die Friedrich-Ebert-Stiftung würde jetzt, glaube ich, Protest einlegen, dass sie zu uns gehört. Sie gehört eher zu einer anderen Partei, aber das nur am Rande. Die 6,5% Lohnerhöhung, das trifft ja nicht nur Beamte, sondern das sind ja auch ganz einfache Angestellte, auch Menschen, die ansonsten in ihrem Leben zum Beispiel bei den Strompreisen, bei den Mieten mit einer Preisexplosion zu tun haben. Insofern will ich nochmal sagen, unterstütze ich immer die Gewerkschaften, wenn sie Lohnerhöhungen fordern. Zumal, also wir wollen jetzt nicht zu lange werden, aber für gesamtgesellschaftlich kann man nicht sagen, angesichts der Preisentwicklung, dass sich das Einkommen jetzt für mittlere Einkommen so dermaßen in die Höhe geschossen ist. Ich will aber noch mal auf den Punkt eingehen, was Herr Ritschel gesagt hat. Natürlich sagen wir als Linke, wir sind die Partei der Mieterinnen und Mieter. Das heißt nicht in jedem Fall, dass man immer sich automatisch gegen die Vermieter stellt. Also es gibt auch Situationen, wo es ein gemeinsames Interesse gibt. Was ich schon finde, und da lohnt es sich einfach auch mal Magazine zu lesen, wo es um Finanzanlagen geht, was in der Tat ein Problem ist, wenn sozusagen Wohnungen an sich ein reines Spekulationsobjekt werden und Leute allein durch das Spekulieren damit sozusagen richtig reich werden, so reich, dass sie gar nicht mehr wissen, wie viel Geld sie haben und dann vergessen, das beim sozusagen Fiskus noch aus lauter Schusslichkeit anzumelden. Ja, das ist ein Punkt, an den man ran muss. Aber es gibt ja doch manchmal Punkte, das hat man ja auch beim Mietrechtsänderungsgesetz gesehen, wo es unterschiedliche Interessenslagen gibt zwischen Mietern und Vermietern und da muss man, dann sage ich mal, einen gewissen Ausgleich machen. Was ich in dem Zusammenhang schon nochmal interessant fand, das Mietrechtsänderungsgesetz hat, sage ich mal, viele Verschlechterungen gebracht nach unserer Sicht, aber auch eine kleine Verbesserung, die Möglichkeit, dass es eine Art Mietbremse gibt in Bereichen, wo es einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum gibt. Da haben wir gesagt, Mensch, das ist ein Fortschritt und es gibt eine Voraussetzung, damit das wirkt. Die Länder müssen per Verordnung sagen, in welchen Bereichen es wirklich einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum gibt. Wäre eine Chance für Sachsen, dafür zu sorgen, dass es hier man irgendwie was im Sinne der Mieterinnen und Vermieter tut. Was macht das Land Sachsen? Das sagt, wir haben kein Interesse, wir nutzen dieses Instrument nicht. Und da kann ich nur in Richtung Schwarz-Gelb im Landtag sagen, so geht es nicht. Also wenn es schon eine Möglichkeit gibt, was für Mieter und Mieterinnen zu tun, dann tut das auch gefälligst. Es hatte sich jetzt ein Vermieter gemeldet. Im Mittelpunkt sollten eigentlich die Befürchtungen der Mieter stehen. Gibt es hier eine Frage? Ansonsten würde ich das gerne Herrn Siebenkotte, was Alltag, Miete betrifft, Vertrauen, Sorgen, Ängste. Herr Siebenkotte, was sind denn so die meisten Dinge, die bei Ihnen anlaufen, wo Sie sagen, das ist typisch, das verstärkt sich? Und die Frage danach, haben die Mietervereine eigentlich eine solche flächendeckende Logistik, dass die auch die Rechtsvertretung im Wesentlichen mit wahrnehmen können, oder ist das an der Schmerzgrenze? Die Mietklagen werden ja offensichtlich immer mehr.
Also es ist nach wie vor so, dass die meisten Beratungen in den Mietervereinen stattfinden zum Thema Betriebskosten. Das heißt, die sogenannte zweite Miete, wie wir das nennen, die zweite Miete ist zwar meistens noch nicht so hoch wie die Kaltmiete, aber es gibt sogar schon Fälle, in denen sie genauso hoch ist. Sie nähert sich dem aber immer weiter an, das muss man klar sagen. Also dazu gibt es die meisten Beratungen. Es gibt natürlich auch viele Beratungen zum Thema Mieterhöhungen. Und es gibt inzwischen auch mehr wieder, als das in den vergangenen Jahren der Fall war, zum Thema Kündigung durch den Vermieter. Die gibt es wieder häufiger. Alle diese Punkte können die Mietervereine in Deutschland für meine Begriffe flächendeckend bearbeiten. Allein hier in Dresden gibt es, glaube ich, um die 14.000 Mitglieder. Die Geschäftsführerin Frau Becker nickt, also habe ich es richtig gesagt? Sie sind sicher, Mitglieder, was Sie jetzt gesagt haben. Wenn Sie nickt, abdecken. Ist das richtig. Ja, ich glaube, dass wir das können. Ich glaube, dass wir das können. Es gibt ungefähr 300 Vereine in Deutschland, die dem Deutschen Mieterbund angehören. Und wir haben dort etwa 1,2 Millionen Haushalte organisiert. Das ist schon eine ganze Menge. Es mag sein, dass es die ein oder andere Stelle gibt, wo zusätzliche Beratung noch sinnvoll und notwendig ist. Aber wir haben zumindest den Anspruch, dass wir das, was an Problemen da ist, auch beraten und abdecken können. Ich würde gerne eine Zusatzbemerkung noch machen aus der Sicht von Mietern gegenüber Vermietern. Ich antworte ja ganz brav auf die Fragen, aber ich wollte noch einen anderen Punkt gerne einbringen. Ich halte Vermieter, das ist mir sehr wichtig, nicht für etwas per se Schlechtes, das tut hier auch gar keiner. Jedenfalls habe ich keinen gehört, der diese Meinung hätte. Es gibt nur sehr unterschiedliche Formen von Vermietern. Die meisten, die übrigens bei Haus und Grund organisiert sind, sind eher kleinere Vermieter. Und die haben, das sind übrigens die sind für uns die besten Kundenbringer, was die Betriebskosten betrifft, weil sie oft nicht so genau und professionell dazu in der Lage sind, die Betriebskosten abzurechnen wie große Firmen. Das ist tatsächlich so. Aber sie sind natürlich meistens noch viel stärker mit ihrem Haus und mit der Mietwohnung oder den Mietwohnungen verbunden, als das die großen Gesellschaften sind. Und das Schlimmste, und dann höre ich auch auf, das Schlimmste sind die Vermieternomaden. Es gibt ja angeblich Mieternomaden oder Mietnomaden. Die Vermieternomaden, das sind die Schlimmsten. Das sind nämlich die, bei denen man gar nicht weiß, wo man überhaupt zustellen soll, wenn man mit denen eine rechtliche Auseinandersetzung führen will oder muss. Die sind erst auf den Kaimaninseln und wenn man sich dann dorthin begibt, sind sie auf den niederländischen Antillen und hat man sie da nicht erwischt, dann sind sie irgendwo auf Curaçao. Und das ist ein echtes Problem und es gab eine Initiative übrigens im Zusammenhang mit der Mietrechtsreform, die meisten Punkte haben Sie ja angesprochen, das haben wir auch als Mieterbund gefordert, dass ein Vermieter, der in Deutschland eine Wohnung vermietet, wenigstens eine zustellfähige Adresse in Deutschland haben muss. Ist abgelehnt worden, dieser Vorschlag, leider. Übrigens nicht von den Linken, sondern von der Mehrheit des Bundestages. Bevor Herr Rietschel noch mal drauf eingeht, Frau Ley. Ja, ich kann mich eigentlich dort den beiden Vorrednerinnen anschließen. Mir geht es jetzt natürlich auch nicht darum, da sozusagen alle Vermieter über einen Kamm zu scheren. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich weiß natürlich auch, dass Haus und Grund gerade in Ostdeutschland in der Regel nicht die großen Wohnbesitzer und die Vermieter mit mehreren großen Wohnhäusern vertritt, sondern wirklich auch diejenigen, die sich da kleine Wohnung auch vom geringen Einkommen abgespart haben, mit denen wir auch häufig übrigens zusammenarbeiten, wenn es beispielsweise gegen die Erhöhung von Müll- und Abwassergebühren und anderen Dingen geht. Was aus meiner Sicht aber das Problem ist, das ist die Spekulation im großen Maßstab mit Wohnungen. Und wenn man sozusagen sich dort in der Szene von Leuten, die zu viel Geld haben, rumspricht, weil das Geld ist ja jetzt auf den Finanzmärkten nicht mehr wirklich sicher, das hat sich rumgesprochen. Und wenn man dann sozusagen sagt, naja, wenn du dein Geld gut anlegen willst, dann nimm entweder Rohstoffe in Madagaskar oder Wohnungen in Berlin, dann ist da irgendwas faul. Und deswegen unterstützen wir das auch, dass wir tatsächlich also auch Maßnahmen brauchen, dass wir sagen, diese Spekulation mit Wohnraum, die muss unterbunden werden. Und da gibt es auch Instrumente, indem man beispielsweise auch eine Haltefrist festschreibt, indem man auch die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen auch einen Riegel vorschiebt ab einem gewissen Maßstab. Und ich glaube, dass hier einfach was passieren muss. Das andere ist, dass wir natürlich sagen, wir wollen in der Tat auch wohnen. Da geht es tatsächlich um ein Grundrecht. Das war ja auch so ein bisschen der Titel dieser Veranstaltung. Man kann das auch nicht komplett dem Markt überlassen. Und deswegen braucht es auch einfach einen Anteil von kommunalem, von öffentlichem Eigentum.
Da ist nun Dresden ein denkbar schreckliches Beispiel mit der Privatisierung der WOBA, hat man ja durchaus gesehen, was dann auch die Folgen davon sein können. Aber das geht ja weiter. Andere Kommunen haben das auch gemacht und auch der Bund hat jetzt ohne Not, Sie werden es vielleicht verfolgt haben, die letzten kommunalen Wohnungsbestände, die er in Ostdeutschland hatte, die TLG-Wohnungen auch veräußert, privatisiert. Wir sind leider als linke Abgeordnete gescheitert damit, als eine eigens gegründete Genossenschaft diese Wohnung zu übernehmen. Aber dieser Privatisierungswahn, der muss tatsächlich aufhören. Es ist ja für mich eine fast verdächtige Harmonie hier zwischen Mieter und Vermieter. Im Alltag hört sich das oft sehr anders an. Wenn es dann zu dem befürchteten Rechtsstreit kommt zwischen Mieter und Vermieter, ist es doch meistens so, dass die Vermieter mit der Rechtshilfe über Sie am längeren Arm sind, von den Möglichkeiten. Das ist ja sehr oft Diskussionsgegenstand im Alltag. Das sind auch die Sorgen bei Auslotung von Grenzen in der Mieterhöhung. Wie sehen Sie das, Herr Rietschel? Ich glaube, der Eindruck trügt etwas. Die Chancen oft als Vermieter sind oft gar nicht so gut, sich rechtlich durchzusetzen. Der Mieter hat es da, zumindest was die Betriebskostenabrechnung betrifft, relativ einfach. Er kann kritisieren, stimmt nicht oder ist aus diesen oder jenen formellen Gründen unwirksam. Da hat oft dann der Vermieter anschließend schlechte Karten, vor allen Dingen, wenn die Jahresfrist abzulaufen droht und eine Korrektur zu Lasten des Mieters nicht mehr möglich ist. Und da sind Verluste vorprogrammiert. Wenn immer gesagt wird, die Hälfte der Betriebskostenabrechnung sind falsch, so mag das durchaus, ich würde diese Zahl nicht unbedingt leugnen, aber von dieser Hälfte sind vielleicht 80% aus formellen Gründen falsch, weil das Wissen bei den kleinen Vermietern fehlt. Das hat Herr Siebenkotte vorhin ganz zutreffend dargestellt. Ich wünschte mir dort auch mehr Organisationsbereitschaft, dass wir unsere Klientel aufklären können, um Fehler eben nicht zu machen. Und dann versucht der ein oder andere kleine Vermieter auch auf anderem Wege, diese Verluste letztlich auszugleichen. Das Thema wird uns sicher so lange beschäftigen, solange wie der Kostendruck auf der anderen Seite da ist, dass die Preise immer weiter nach oben gehen. Das wird bis zum gewissen Grade auch bei den Mieten natürlich ausprobiert. Und gerade jetzt, wo in Dresden nicht mehr dieser große Leerstand herrscht, wie er noch vor wenigen Jahren da gewesen ist, da ist eben auch ein Stück weit Nachholbedarf und unserer Klientel möglicherweise vorhanden. Viele haben sich ja über mehrere Generationen verschuldet, um ihre Häuser nach der Wende in Ordnung zu bringen. Ich rede hier, wie gesagt, eben für unsere Klientel, nicht für dieses anonyme Eigentum. Herr Siebenkotte hat es vorhin etwas drastischer gesagt. Ich habe es als anonymes Eigentum bezeichnet, aber wir sind da sicherlich einer Meinung, dass wir dasselbe darunter meinen. Diese Klientel verdient nicht die Unterstützung dieses Staates und dieser Gesellschaft, sondern es ist eigentlich für alle genügend da. Es muss nur jeder das rechte Maß dafür halten. Sie können jetzt mit den letzten Sätzen auch Mitglied der Linkspartei werden. Das klang ja sehr, sehr... bevor wir zu praktischen... Ich habe immer ein Eintrittsformular dabei, wenn Sie jetzt hier noch mehr Leute auffordern, ja? Letztendlich geht es ja darum, dass Sie in der politischen Verantwortung auch mal sein wollen. Stimmt doch, Frau Kipping? Zurzeit sieht es aber so aus, dass Rot-Rot-Grün in der weiten Ferne scheint. Und wenn denn Mediendiskussionen stattfinden, dann hat man den Eindruck, dass man mit letzter Energie genau den anderen, den Linken, die oder der SPD in dem Falle die Grenzen zeigt. Der Ehrgeiz scheint unermüdlich zu sein. Wo sind denn möglicherweise Chancen, Frau Kipping, dass trotzdem mal Sie mit einer Mehrheit vielleicht Veränderungen bewirken können? Denn letzten Endes würde das ja auch das, was wir heute besprechen, dann verändern. Sehen Sie überhaupt Chancen oder anders gefragt, haben Sie vor, Herrn Gabriel noch irgendwann mal zu umarmen in der Richtung? Das hat Frau Ruth schon gemacht. Also darüber wenig wann und wie umarmen, reden wir mal später, ja. Aber
Ich meine, es gibt immer eine Hoffnung, aber ich will nochmal, Sie haben gesagt, in der Verantwortung, also es wäre, glaube ich, zu kurz gegriffen zu denken, wir sind jetzt nicht in der Verantwortung, weil in dem Moment, wo du Politik machst und zu dir kommen Leute mit Problemen, bist du in der Verantwortung, weil das nützt nichts, das merkt man sofort im Gespräch, wo man sagt, ja, also wenn sie uns wählen, sind alle Probleme gelöst, sondern man versucht ja auch immer aus einer Opposition heraus Druck zu machen für die notwendigen Veränderungen, ja, und will nur mal drei Punkte benennen oder vielleicht doch drei Punkte. Also als wir davon gehört haben, dass Familien, wo die Kinder in Hartz IV sind, dass da die Ferienjob-Sachen angerechnet werden, da haben wir natürlich alle Varianten ausgeschöpft, dass das abgeschafft wird. So. Und da versucht man einen Antrag zu stellen. Ich sage immer im Bundestag, Opposition ist manchmal wie beim Billard über Bande spielen. Man muss sozusagen immer den Umweg gehen. Unsere Anträge werden abgelehnt, aber dann werden Sachen aufgegriffen. Wir überlegen immer vor jeder Talkshow, wie kann man die Öffentlichkeit am besten nutzen, um sozusagen den Zeitgeist zu beeinflussen, in unsere Richtung zu verschieben, dass was passiert. Weil wenn der Zeitgeist sich verändert, dann wächst auch der Druck auf die Parteien, die gerade in der Regierung sind. Und das ist für mich die entscheidende Frage, wie kann ich den Zeitgeist und die gesellschaftliche Realität verändern. Und das kann man aus einer Opposition, das kann man aber auch aus einer Regierungsbeteiligung. Oder wenn ich davon höre, dass es in einer Stadt wie Berlin ein Instrument wie die Kulturloge gibt und merke, hier in Dresden gibt es das nicht, dann muss ich nicht in der Regierung sein, um das zu initiieren, ja? Um jetzt mal einen kleinen Werbeblock für die Dresdner Kulturloge einzuschieben. Aber die Frage ist ja, wie sieht es am Tag nach der Bundestagswahl aus? Das entnehme ich Ihre Frage so ein bisschen. Sie haben etwas gelächelt, als SPD kam. Das Stichwort, ich entnehme daraus, das Verhältnis zur SPD ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Nee, das würde ich so nicht sehen. Es gibt einzelne SPD-Mitglieder, Abgeordnete, mit denen es sogar eine richtig gute Zusammenarbeit gibt. Aber in der Tat, das ist ja, glaube ich, auch sehr öffentlich geworden. Als Bernd Rixinger und ich Parteivorsitzende geworden sind, haben wir sehr schnell auf die Frage, die Gretchenfrage, wie haltet ihr es mit Rot-Rot-Grün gesagt? Wir wollen eine Regierung, die tatsächlich Armut vermeidet, die Reichtum couragiert umverteilt, die unbestechlich gegen Krieg und Rüstungsexporte ist, da machen wir natürlich mit. So, das war unsere klare Ansage und das war ein Gesprächsangebot an SPD und Grüne. Da haben wir uns öffentlich mehrere Körbe eingehandelt. Das ist nicht eine besonders schöne Situation. Ich glaube auch, dass das ehrlich gesagt ein Fehler ist, von SPD so zu reagieren. Aber gut, das ist Ihre Entscheidung. Ich will nur sagen, für mich gilt das nach wie vor, und da zieht man sich nicht in eine Schmollecke zurück, wir als Linke wollen Veränderung, das können wir aus einer Opposition heraus, aber wir verweigern uns auch nicht einer Regierung, aber es geht eben nicht um Regierungsbeteiligung als Selbstzweck, weil ich sag mal so, in eine Regierung zu gehen, wo man am Ende all das macht, was die anderen eh machen würden, das bringt ja nichts, weil dann fällt ja auch noch die sozusagen diejenigen, die dagegen Druck machen, weg. Also da ist ja dann überhaupt niemandem geholfen, wenn wir uns jetzt so verhalten, wie sich irgendwie im Schwarz-Gelb verhalten wurde. Vor diesem Hintergrund finde ich es die spannende Frage, wie kann man wirklich was verändern? Darf ich mal bitte kurz fragen, wie viele Ihrer Mitglieder schätzen Sie ist denn für, sagen wir, ein intensiveres Bewerben mit der SPD und Grünen? Ist das, was schätzen Sie, wie viele das sind? Ja, ich glaube, die meisten, also das ist ja ein Fortschritt bei uns der Debatte in der Partei gewesen, dass wir nicht mehr sagen, Regierungsbeteiligung ja oder nein, sondern die Frage ist immer, die sich in jeder Situation stellt, und zwar, ob ich im Stadtrat Politik mache oder ob ich im Bundestag irgendwie agiere, ist, wie kann ich das höchste Maß an sozialer Gerechtigkeit voranbringen. Und insofern ist immer die Frage, was kann ich in der Regierungsbeteiligung bewirken? Und das, finde ich, ist ein Debattenfortschritt bei uns, der ist ganz gut. Ja. Herr Ritschel, Sie haben über die kleineren Vermieter gesprochen und haben mehrfach angedeutet, dass Sie mit den großen Investoren da wenig zufrieden sind. Wo ist denn Ihre Hauptkritik und was machen Sie dafür, um denen zu sagen, aus Ihrer Sicht ist das nicht tragbar? Ja. Die macht uns leider. Ja. Das Mikrofon ist an. Wir probieren es mit dem nächsten Mikrofon, das geht besser. Ja, die großen Vermieter, die anonymen Vermieter, die brauchen uns nicht als Interessenvertreter. Das machen die schon selbst und die haben auch eine gewichtige Handwerkslobby an ihrer Seite, nämlich die Makler. Die Makler leben letztlich von der Umverteilung, nicht etwa vom Eigentumsschutz. Das sage ich immer jedem unserer Mitglieder, die
die glauben, ihr Grundstück verkaufen zu können oder zu müssen. Da gibt es sicher immer wieder welche dabei, die das auch so machen müssen, weil sie älter geworden sind und einfach dieses ganze Prozedere nicht mehr beherrschen. Und weil vielleicht auch keine Nachkommen da sind, die die Familientraditionen fortsetzen. Das ist ein Bereich, der uns zunehmend Sorge bereitet, dass selbst Kinder sagen, ich will mich mit dem Miethaus nicht rumärgern, ein Familienhaus, ja, was ich selbst nutze. Und es macht mich unfrei. Es heißt ja Immobilie und nicht Mobilie. Das muss man immer wieder im Auge behalten. Keiner kann sein Haus mitnehmen, außer der Schnecke, und da geht es nur langsam. Die Probleme sind so vielschichtig und der Kostendruck im Rücken ist auch so groß. Wir haben schon ein Schreiben von Mitgliedern vorgelegt bekommen vom Finanzamt, ihre Werbungskosten können nicht anerkannt werden, weil ihre Mieten Gefälligkeitscharakter haben. Und das betraf meistens Vermieter, die in Zeiten des Leerstandes die Miete nicht erhöhen konnten und sogar teilweise noch mit der Miete nachgeben mussten, nur um Mieter zu bekommen. Und die kriegen dann vom Finanzamt gesagt, ihre Werbungskosten, nein, nein. Preistreiber sitzen nämlich, will ich damit sagen, wo ganz anders. Und das müssen wir stärker in den Fokus rücken. Bevor wir jetzt weitermachen, Herr Siebenkotte, jetzt gewiss noch ein paar Fragen. Ja, bitte. Sie können sich gern vorstellen, wenn Sie wollen. Es gab ja eine ganze Menge Wohnungsabrisse, unter anderem Wohnungen, die erst kurz vor 1990 gebaut wurden. Das können wir jetzt nicht mehr ändern, ist schlimm. Es ist aber noch nicht zu Ende. Und ich frage mich, ob man nie jetzt noch mal eine Initiative machen müsste, um auch das, was noch nicht abgerissen ist, aber schon die Förderung bewilligt und so weiter, ob man das nie noch stoppen kann und ob das nie was bringt. Denn rein volkswirtschaftlich, wir brauchen Wohnungen mit geringen Kosten, da ist ja ein Substanzwert volkswirtschaftliches Vermögen da. Und auch wenn man das sanieren muss, und selbst wenn man zum Teil nicht saniert, die nachgefragten Wohnungen in Dresden sind unsanierte Wohnungen zum Teil. Die Leute sagen, na gut, dann wohne ich im WBS 70, aber es kostet halt weniger. Da müsste man mal die Fachleute hören, wie die Verhältnisse da sind mit Kosten und Amortisation und so weiter. Aber die Frage wäre, ob man jetzt noch mal gerade in Sachsen auch eine Initiative lostritt und die Regierung zwingt, die schon zugesagten Förderungen auch wieder zurückzunehmen und zumindest was, alles, was rechtlich noch irgend geht, den Rückbau zu beenden. Und eine zweite Frage, die ich noch mal anregen möchte, das ist mehr fürs Globale im Land. Wir haben natürlich Gegenden, wo eben gewaltiger Wohnungsleerstand ist, weil dort keine Arbeitsplätze mehr sind. Und ich finde, man muss die Wohnungsnot nie nur dadurch bekämpfen, dass man jetzt in München, Dresden und so weiter viel mehr Wohnungen baut, sondern vielleicht auch mal ganz ernstlich die Frage stellen, was ist volkswirtschaftlich sinnvoll. Und da brauchen wir eben auch Arbeitsplätze in Görlitz, in Löbau, wo Wohnungen da sind. Von wem wollen Sie eine Antwort? Darf ich erst mal ganz kurz hier gleich... Ach, Sie sind die Expertin. Sie ist im Stadtrat und würde da direkt darauf antworten, ja, als Expertin. Sagen Sie bitte. Ja, sehr gerne. Chris Kaufmann, Stadträtin in, ja, Dresden für, danke, Die Linke. Herr Schubert, Sie haben, was den Abriss betrifft, einen sehr wunden Punkt, was die Stadt Dresden ganz speziell betrifft, getroffen. Wir haben tausendfach in der Stadt Wohnungen abgerissen, unter großem Protest auch der Linken, teilweise bewohnt, massenhafte Klagen, die sozusagen zum Schluss Mieter dann veranlasst haben, ihren angestammten Wohnraum zu verlassen. Das war politisch so gewollt. CDU und FDP waren der Meinung, man müsse den Markt von sinnlosen, leerstehenden Plattenbaugebäuden bereinigen. Die Realität in Dresden war, dass zu dieser Zeit, als dieses Programm beschlossen wurde, in Gründerzeitgebäuden, in ruinösen Gebäuden, das Leerstandsproblem eigentlich war. Gut, wir drehen das Rad der Zeit nicht mehr zurück. Der Abriss, der geförderte Abriss in Dresden, speziell von bewohnten Wohnraum, ist zum Abschluss gekommen.
im Land Sachsen werden weiterhin 150.000 Wohnungen abgerissen, gefördert seitens des Landes und des Bundes. Und das ist so, in meinen Augen, so ein Frevel, dass man dafür, und Entschuldigung, das ist fast die einzige Wohnungspolitik des Landes Sachsen, den Abriss zu fördern, dafür gibt es einen großen Fonds, dass man da nicht umschwenkt und sich fragt, ist das nicht ein Verlust für die Region zum einen, aber auch eine Entwertung von öffentlichen, eine Verschwendung von öffentlichem Eigentum. Und da sage ich ganz klar ja. Wir haben jetzt in der Stadt Dresden das Problem, dass durch den Abriss das Problem der Wohnungsknappheit nochmal eine ordentliche Dynamik bekommen hat. Wer 6.000 Wohnungen abreißt und im Grunde genommen damit ein Negativsaldo hat, während über 20% Nachfragewachstum in über 10 Jahren gegeben ist, der katapultiert natürlich auch ganz bewusst die Mieten nach oben. Ne? Dankeschön, Dankeschön. Können wir bitte mal ergänzen, Frau Leis, Sie wollten nochmal aus bundespolitischer Sicht. Ist das ähnlich, die Problematik in Großstädten? Ja, also erstmal vielen Dank nochmal an Chris Kaufmann dafür, das aus der Dresdner Sicht nochmal darzustellen, weil da kenne ich jetzt natürlich nicht alle Details. Es ist richtig, es gab jetzt auf Bundesebene viele Jahre lang im Grunde so eine Abrissförderung, Stadtumbau Ost, ein Förderprogramm. Wir haben dort immer gefordert, und das wäre aus meiner Sicht auch das, was jetzt zukünftig getan werden muss, also weg von dieser Fokussierung auf Abriss zu kommen, hin auf eine Aufwertung und auf einer qualitativen Sicherstellung sozusagen der Wohneinheiten. Da muss was passieren. Auch das ist natürlich auch eine Frage wieder der öffentlichen Förderung. Herr Siebenkotten hat das ja vorhin schon so auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, Reich baut für Reich. Also Leute, die jetzt irgendwie sich das leisten können, die können sich auch ein Haus oder eine Eigentumswohnung entsprechend leisten. Aber unser Interesse gilt natürlich vor allem denjenigen, die das eben selber nicht aufbringen können. Und dafür muss es Wohnraum geben und dafür muss es auch qualitativ hochwertigen Wohnraum geben. Eine Nachfrage an die Stadträtin. Was haben Sie denn für einen Eindruck, wie die Presse auf Ihre Sorgen reagiert? Geben Sie das Ganze weiter und fühlen Sie sich mit den Problemen in der sächsischen Presse vertreten? Ich glaube, die Presse spiegelt genau das wider, was die Bürger auch empfinden, großes Unverständnis dafür, dass Wohnraum, der eigentlich zwingend notwendig ist, in der Stadt abgerissen wurde. Jahrelange Proteste haben im Grunde genommen dazu geführt, dass 126 Wohnungen in Anführungsstrichen gerettet werden konnten. Sie werden abgerissen und dann wieder oder halb abgerissen umgebaut. Aber wie gesagt, über 6.000 Wohnungen sind dem Abrissprogramm, man muss sagen Abrissprogramm Stadtumbau Ost, zum Opfer gefallen. Die Aufwertung, die eigentlich damit auch verbunden gewesen wäre, die hätte komplementär finanziert werden müssen von der Kommune. Ein Beispiel in Dresden, die Schäferstraße, eine Ausfallstraße von der Innenstadt Richtung Friedrichstadt, ist abgerissen worden. Die Aufwertung als solches sind heute die Pflastersteine am Altmarkt. Wenn das sozusagen Stadtumbau Ost ist, so wie ihn die Bundesregierung und die Landesregierung versteht, dann verstehe ich persönlich die Welt nicht. Sie haben jetzt bestätigt, die Presse ist auf Ihre Probleme eingegangen. Frau Leih, ist es so, dass die bundespolitische Presse eigentlich in einer Mediengesellschaft, die ja viel darüber steuert, dass die Probleme aus Ihrer Sicht genügend verantwortungsvoll benennt? Also das habe ich jetzt natürlich überrascht über die Frage, jetzt keiner systematischen Analyse unterzogen. Aber jetzt mal so gefühlt, ich habe das ja vorhin schon gesagt, also beispielsweise meine Anfrage zum Abbau der Sozialwohnung, die ist sehr, sehr breit aufgegriffen worden. Also das war wirklich tagelang in allen Zeitungen und da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Also im Gegenteil, da muss man eigentlich der Presse dankbar sein, dass sie ein Thema aufgegriffen haben, was die Bundesregierung eigentlich bis heute kleinredet.
Also wenn es da um Wohnungsnot geht, dann sagen die ja, naja gut, die Leute sollen halt irgendwie vielleicht selber bauen und man müsste vielleicht die Eigenheimsförderung wieder machen, oder sie schieben es auf die Kommunen und sagen, naja, das Baurecht muss schnell hergestellt werden. Das ist so der Lieblingsvorschlag der Kollegen von der FDP. Also insofern kann ich mich in dieser Stelle über die Presse nicht beschweren. Im Gegenteil, indem sie das aufgegriffen haben, haben sie dafür gesorgt, dass das Thema sozialer Wohnungsbau wieder auf die politische Agenda gekommen ist, und das ist auch gut so. Herr Siebenkotter, es ist ja zu befürchten, dass Teile der sogenannten Mittelschicht auch nicht die Mietsteigerungen realisieren können. Das verläuft alles hier sehr sachlich und sehr so. Haben Sie nicht den Eindruck, dass doch wesentlich mehr Ängste bei den Leuten am Küchentisch besprochen werden, als sich das hier im Moment darstellt? Ja, die Antwort lautet ja. In der Tat habe ich diesen Eindruck, und ich glaube, dass sich das in der nächsten Zeit verschärfen und verstärken wird. Wir sind erst am Anfang dieser Entwicklung, die leider Gottes zu lange nicht wirklich beachtet worden ist. Frau Ley hat da gerade zu Recht darauf hingewiesen. Ihre Anfrage, die ist nun wirklich jedenfalls in Fachkreisen sehr bekannt geworden zum sozialen Wohnungsbau. Aber das ist eher die Ausnahme gewesen. In den letzten Jahren hat das Thema Wohnungspolitik noch nicht die richtige Rolle gespielt. Ich habe aber den Eindruck, dass gerade jetzt im heraufziehenden Bundestagswahlkampf, was dann hinterher tatsächlich realisiert wird, ist eine ganz andere Frage, dass man so langsam bei fast allen Parteien, bei allen nicht, aber bei fast allen Parteien begriffen hat, dass hier ein Problem existiert. Und wir haben ja, da muss man sich ja nur den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung angucken, egal wie gefälscht oder gedreht er jetzt ist, da stehen auch noch ein paar Kernwahrheiten drin, nämlich, dass es in dem Bereich der unteren Portemonnaies mehr Menschen werden und in dem Bereich der ganz oberen Portemonnaies werden es ebenfalls mehr. Und jetzt kommen wir bei der Mittelschicht an. Die Mittelschicht wird eher kleiner, ist aber Kostensteigerungen ausgesetzt, insbesondere auch bei der Miete, und das wird immer mehr werden. Ich will nur mal ein Beispiel nennen, das übrigens in der politischen Zusammenhang für meine Begriffe eine wichtige Rolle spielen könnte in der nächsten Zeit. Und das sind die sogenannten Wiedervermietungsmieten. Das heißt also, es zieht einer aus der Wohnung aus und in genau dieselbe unsanierte, völlig unveränderte Wohnung, das ist jetzt meine Voraussetzung dabei, zieht der Nächste ein. Und da haben wir Gegenden in Deutschland, wo wir dann ohne weiteres 40-50% Mietsteigerung haben. Es ist nicht erfunden, das wird möglicherweise in Dresden noch nicht so sein, da wird es irgendwann erst heraufziehen, aber es gibt eine ganze Reihe Gegenden, wo das so ist. Und wenn solche Steigerungen drin enthalten sind, dann wird das auch problematisch für die Mittelschicht. Vielleicht eine letzte Bemerkung, weil die prozentuale Belastung des Haushaltes mit den Kosten des Wohnens immer eine wichtige Rolle spielt. Sie haben das vorhin schon mal angesprochen. Wir haben zurzeit eine durchschnittliche Wohnkostenbelastung, ist keine gefälschte Zahl des Mieterbundes, sondern kommt vom Statistischen Bundesamt, von 34,1% über alle gerechnet. Bei den Reichen sind das allerdings dann nur 9%, also über alle gerechnet. Und wir haben bei den Menschen, die ein Einkommen unter 1300 Euro netto zur Verfügung haben, eine Belastung, die liegt bei ungefähr 50%, und die steigt an. Und bei den Menschen, die, und dann höre ich auf, die relativ knapp oberhalb der staatlichen Transferleistungen liegen, die also so gerade eben weder Hartz IV kriegen noch Wohngeld, sondern relativ knapp darüber liegen, bei denen, die also alles aus eigener Tasche noch so gerade bezahlt kriegen, bei denen ist der problematischste Bereich zu finden, wenn wir deutliche Mietsteigerungen haben. Und da gilt es gegenzusteuern. Ich komme zu Ihnen hoch. Aufstehen. Okay. Hallo, ich bin Dana. Ich habe zwei Anmerkungen, Fragen. Wie könnte für euch ganz konkret die Regulierung aussehen, jetzt mal utopisch gedacht, von der Ebene oder Instanz, mit der es eigentlich möglich wäre, genau gegen dieses Auseinanderklaffen oder gegen diese Entwicklung zu wirken? Also mir geht es wirklich ganz konkret, jetzt mal utopisch gedacht, es wäre möglich, dort zu regulieren. Wie könnte das aussehen? Okay.
weil ich möchte an der Stelle einhaken, für mich geht es eigentlich jetzt, weil ich das so raushöre, ja nicht um eine SPD, Grüne, PDS, FDP, CDU, also in dem Sinne von Denken von Parteienspaltung, ne, das ist eigentlich nicht mein Ansatz, sondern weil das Problem läuft ja eigentlich auf Entflechtung von Regierung, Staat und Finanzkraft oder Finanzwesen zurück. Und was gäbe es eben genau, um diesem Problem entgegenzuwirken, für eine Möglichkeit von staatlicher oder von Gesetzesregelung her? Wie bitte? An Bundesebene. Also an die Politik. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich für die Frage, denn ich glaube, da kommen wir auch ein bisschen auf den Kern der Sache zurück, um die es uns heute geht. Ein paar Maßnahmen, so wie ich sage, haben wir ja schon angedeutet. Also, dass wir sagen, wir wollen zum Beispiel mehr Sozial, also es muss wieder sozialer Wohnungsbau wiederbelebt werden. Wir brauchen mehr Wohnungen, die tatsächlich auch für Leute gebaut werden, die ein kleines Einkommen haben. Dass das alles dann anders ausgestaltet werden muss wie in der Vergangenheit, das wissen wir, glaube ich, die uns sich jetzt detaillierter damit beschäftigen, aber es führt, glaube ich, heute ein bisschen im Detail zu weit. Also das wäre das Erste, dass man keine Privatisierung von weiteren Wohnungen haben will. Das wäre aus meiner Sicht immer das zweite Wichtigste. Und das andere ist aber, dass wir aus meiner Sicht tatsächlich auch bei der Frage der ständigen Mieterhöhungen Riegel vorschieben müssen. Das ist aus meiner Sicht ganz zentral. Und ein ganz entscheidendes Instrument wäre da zum Beispiel zu sagen bei Neuvermietung. Also bei Neuvermietung, gerade in den Wohnquartieren, wo diese Gentrifizierung, Verdrängung der alteingesessenen Bevölkerung oder auch der ärmeren Bevölkerungsschichten stattfindet, dort ist es in der Tat so, wenn da jemand auszieht oder per Zwangsräumung sozusagen oder per Zwangsumzug gezwungen wird, das Quartier zu verlassen, dann nutzen das die Vermieter in der Tat gerne, um ordentlich draufzuschlagen. Und das ist dann der entscheidende Preistreiber auch bei den Mietspiegeln, weil die Mietspiegel ja derzeit so gestaltet sind, dass sie halt sich an diesen Neuvertragsmieten orientieren. Deswegen haben wir hier gesagt, wir wollen nicht, dass bei Neuvermietungen, also alleine wegen der Neuvermietung darf es keine Mieterhöhung geben. Und dann gibt es diese Mietspiegel, da werden sich die Experten hier im Detail mit auskennen. Wir sagen einmal, dass die ganz anders gestaltet werden müssen. Da kann man halt eben nicht nur diese neuen Verträge nehmen, die dann viel teurer sind. Da muss man auch die Bestandsmieten mit einbeziehen. Das würde das schon mal ordentlich abbremsen. Wir als Linke würden sogar so weit gehen, dass wir sagen, wir müssen auch den Kommunen das Recht geben, dass sie auch so eine kommunale Mietobergrenze festlegen können. Die muss sich natürlich dann noch an einem modifizierten Mietspiegel orientieren. Aber es muss auch ganz klar hier so eine Art Mietpreisbremse geben. Und ich glaube, diese Diskussion müssen wir weiterführen. Mein Name ist Johannes. Ich möchte mal darauf eingehen, auf die energetische Modernisierung, die mit Mitteln betrieben wird. Also erst einmal meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, dass da Mittel bereitgestellt werden für die Vermieter und dass das gefördert wird. Und ich möchte dazu sagen, dass diese energetische Modernisierung mit den völlig falschen Baumaterialien getätigt wird, denn der Beweis ist dafür da, dass viele Schimmelbildung und dergleichen haben mit dieser Plastikumhüllung von Häusern. Und ich möchte dazu noch sagen, dass das meiner Meinung nach nicht richtig ist und das muss zurückgenommen werden. Und vor allen Dingen die Mieterhöhung darauf hin ist absolutes Unding. Ich möchte das mal ganz sanft bezeichnen. Energetische Modernisierung und Mieterhöhung sind zwei Dinge, die in der Tat miteinander zusammenhängen. Bei der energetischen Modernisierung haben wir das Problem, dass in der Tat die Forderungen, die durch die ENEF, das ist eine Verordnung, die die entsprechenden Dinge regelt, gestellt werden, recht intensiv sind und dass man sich in der Tat die Frage stellen kann und sollte, ist es nicht besser, mehr in der Breite etwas energetische Sanierung hinzukriegen, als bei jedem einzelnen, dafür aber eher seltenen Haus eine ganz dolle energetische Sanierung? Ich versuche das mal etwas aufzudröseln. Wir sind als Mieterbund
der Meinung, dass energetische Sanierung generell etwas Richtiges ist. Denn es ist vernünftig, CO2-Ausstoß zu verringern und dazu auch mit der Gebäudewirtschaft einen Beitrag zu leisten. Das finden wir in Ordnung. Wir finden es aber nicht in Ordnung, dass ausschließlich sich immer orientiert wird an noch mehr Dämmen und noch mehr Dichten, sage ich jetzt mal etwas übertrieben, sondern man sollte Maßnahmen, die nicht so wahnsinnig teuer sind, aber in der Breite was bringen, die sollte man stärker fördern. Ich bin nicht dagegen, dass Vermieter gefördert werden, die sowas machen, möchte ich ausdrücklich sagen. Das, was sie dabei an Fördermitteln bekommen, darf auch nach dem heutigen bereits existierenden Recht nicht an den Mieter als Mieterhöhung weitergeben. Das müssen sie vorher abziehen, die Vermieter. Das Problem ist aber, dass die Kosten umgelegt werden dürfen. Und da sind wir als Mieterbund ähnlicher Meinung wie die Linken, dass das so nicht geht. Mit 11% der Investitionskosten pro Jahr. Das hat nichts mit einer 11%igen Mieterhöhung zu tun, sondern das sind 11% der Investitionskosten. Das kann viel mehr als eine 11%ige Mieterhöhung sein, die pro Jahr umgelegt werden dürfen. Das halten wir für zu hoch und unserer Ansicht nach sowieso, das wird jetzt aber eine mietrechtliche Fachdebatte, ich will es also versuchen, nicht zu kompliziert zu machen, aber eins muss man schon sagen, halten wir eigentlich für systematisch völlig falsch. Das, was bei energetischer Modernisierung an Mieterhöhung erlangt werden kann, muss sich unserer Ansicht nach im Mietspiegel abbilden und dann, weil dieses Haus möglicherweise oder diese Wohnung eine höhere Qualität besitzt für den Mieter, kann man dann eine höhere Miete nehmen im Rahmen des Mietspiegels, aber nicht, indem einfach gesagt wird, 11% der Investitionskosten pro Jahr können umgelegt werden. Das ist jedenfalls unsere Auffassung dazu. Die Linken haben ja gesagt, aber ich bin nicht für die Linken zuständig, aber haben ja gesagt, es sollen höchstens 5%, es dürfen höchstens 5% sein. Das ist allemal ein Schritt in die richtige Richtung. Das wollte ich bei der Gelegenheit loswerden. Es scheint ja so zu sein, dass wir haben noch eine Frage hier. Ja, bitte. Mein Name ist Peter Martin. Ich wohne in der Südvorstadt und zwar folgendes: Die haben bei uns, ich wohne in der Hochschulstraße, was ja Reichenbachstraße ist, ja bekannt für die TU. Die haben dort eine Wohnung Rego gemacht, da haben sie einen neuen Fußboden, ein bisschen Farbe an der Wände und neue Türen, haben für 285 Euro vermietet. Und zur Nebenabrechnung, also zur Nebenkostenabrechnung, hat der neue Mieter 440 Euro Nachzahlung machen müssen, plus die neue Miete. Und dann wird immer gesagt, die Mieten sollen nie erhöht werden und so weiter und so fort. Und zwar ist das Folgendes: Die Mieter ziehen aus, wird ein bisschen was gemacht. Die Miete wird dann gleich um 70% von der GAGFAH aus erhöht. Und das ist ja nun, wie gesagt, die EU hinten, Südvorstadt. Also die Studenten können sich die Wohnung nicht mehr leisten. Und in den Studentenwohnheimen ist kein Platz. Danke. Ja, in der Tat, das ist durchaus ein Problem. Aber wenn der Stand, oh, ich muss einen anderen. Entschuldigung, das Mikrofon scheint einen Defekt zu haben. Das ist in der Tat ein Problem, dass bei Wiedervermietung deutlich höhere Mieten vereinbart werden. Das gibt der Markt her. Wenn die Kaufkraft nicht da wäre, würde das auch nicht der Fall sein. Als wir Wohnungsleerstand hatten, sind in vielen Fällen die Vermieter gezwungen gewesen, zurückzugehen mit der Miete, nur um vermieten zu können. Das darf auch nicht unbeachtet bleiben. Und wenn man mal die jährliche Inflationsrate betrachtet, sind die derzeitigen Mietsteigerungen noch weit unterhalb der Inflationsrate der letzten Jahre, wenn man das mal aufsummiert. Und es ist immer die Frage, was kostet was, wenn investiert wird. Herr Siebenkotte sagt, ja, es ist gut, wenn investiert wird. Das sehen wir auch bis zum gewissen Grade so, aber auch mit der nötigen Skepsis. Es werden vielfach aus den Häusern Schwitzkästen gemacht, in dem U-Boot-dichte Fenster eingebaut werden, gummihafte Wärmedämmung angebracht wird und dahinter steckt ein riesen Industriezweig, der Druck ausübt. Das muss sein, das muss unbedingt gemacht werden und das Ganze machen wir unter CO2-Einsparung. Wenn man aber mal eine Energiebilanz über alles zieht, von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung der Produkte bis am Ende zur Entsorgung, dann möchte ich wetten, dass die Energiebilanz negativ ausfällt. Allerdings hätten wir eine ganze Reihe Arbeitsplätze weniger, dieser Teil der Bevölkerung, der damit beschäftigt ist. Also wir drehen uns ein Stück weit immer
im Kreis, die Katze beißt sich manchmal auch in den Schwanz. Wir sehen in dieser ganzen Diskussion auch ein Stück Arbeitsbeschaffung. Das muss sicherlich sein, die Häuser sollen in Ordnung sein, aber manchmal ist weniger durchaus mehr, insoweit gebe ich Herrn Siebenkotte recht, in der Breite Energie einzusparen, bringt viel mehr. Das ist ähnlich wie bei Preissteigerung. Da wird auch immer von der Masse genommen, kleine Beträge, dass es kaum jemand merkt, und als statt große Beträge von Einzelnen wegzunehmen, die am Ende das Investieren aufgeben. Das ist immer ein Spannungsverhältnis. Und wenn wir nochmal auf das Mieten, auf die Wohnungssituation in Dresden zurückkommen, das Umland freut sich über die größere Nachfrage in Dresden. Sie hoffen alle, da kann ich von Pirna über bis nach Bad Schandau schauen oder im Norden Bischofswerda-Kamenz und den Kreis bis über Meißen-Freiberg bis Freital herumziehen. Die freuen sich alle darauf, dass in Dresden Wohnungsmangel entsteht, damit sie ihre Bestände besser auslasten können. Wir haben in Deutschland eine Freizügigkeit. Da wird gerne dorthin gezogen, wo die Masse hin will. Da gibt es auch Modestandorte. Auch dort spielt natürlich eine Rolle, sind Arbeitsplätze da. Auch Firmen entscheiden ihre Ansiedlungspolitik danach, was habe ich dort für eine Bevölkerung, mit welchen Qualifikationsmerkmalen, wie kann ich die für mich, für mein Unternehmen nutzbar machen. Und da gibt es eben leider auch so etwas wie Modeansiedlungspolitik. Und das führt dazu, dass wir punktuell Mangelerscheinungen haben und an anderen Stellen Leerstand und andere Probleme. Wir haben noch eine Frage hier drüben. Ja. Ich habe ein Fragezeichen bei dem Ansatz, dass ich sage, um eine energetische Modernisierung durchzuführen, quasi im Sinne von ökologischen Standards, inwieweit das eigentlich überhaupt auf die Miete umgelegt werden muss, ist es nicht für mich eigentlich von staatlicher Seite ein Interesse. Also, noch eine, und inwieweit bei einer möglichen, vielleicht utopisch gedachten Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens man da vielleicht schützen könnte, dass das nicht gleichzeitig in einen Mietzuwachs übergehen würde, wo sozusagen das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich wieder hinfällig wäre. Ja, auch ich kann nur sagen, vielen Dank für die Frage und die Möglichkeit, mal wieder über das Grundeinkommen zu sprechen. Also bei dem bedingungslosen Grundeinkommen, was in der Linken wie in anderen Parteien und Gruppen sehr lebendig und kontrovers diskutiert wird, gibt es alle seriösen Modelle, sehen auf jeden Fall vor, dass es eine jährliche Anpassung gibt. Das ist auch heutzutage so bei allen Sozialleistungen, dass man schaut, gemessen an der, also an dem Warenkorb, wie das sich weiterentwickelt, dass es da eine jährliche Anpassung gibt, und da wird auch so etwas reinfließen. Ich würde gerne noch auf Ihre erste Frage eingehen, und zwar, Sie hinterfragen ja zu Recht, ob das umgelegt werden muss und in welchem Maße. Also vielleicht kann man schon sagen, es sollte natürlich auch, wenn man möchte, in der Fläche, dass es eine Einsparung von CO2 gibt, dann eben nicht in Form von Schwitzzellen, aber in der Fläche eine gewisse Eindämmung, dass man da Anreize schaffen muss. Ne? Also dass es nicht nur aus purem Begeisterung für die Ökologie alleine, das reicht womöglich nicht als Antrieb, damit entsprechende Sanierungen stattfinden. Deswegen ist schon unsere Einschätzung, dass es dafür eine Unterstützung geben sollte, aber es muss dann eben sichergestellt werden, dass dort, wo es eine Förderung gegeben hat, nicht diese Förderung noch wieder 1:1 umgeschlagen wird. Denn es gibt ja, der Volksmund sagt ja, arme Leute leben teuer, und gerade bei den Betriebskosten und bei den Heizkosten sieht man das ja. Also wer halt das Geld, nicht das Geld hat für eine top nach neuesten Umweltstandard und so weiter sanierte oder überhaupt neu gebaute Wohnung, lebt ja in der Regel in einer Wohnung, wo höhere Heizkosten anfallen. Und Heizkosten, die auch irgendwann womöglich nicht mehr durch Kosten der Unterkunft gedeckt werden, da gibt es ja eine Deckelung, wer auf Wohngeld angewiesen ist, das sind wirklich keine reichen Leute, das ist also ganz knapp über Hartz-IV-Niveau, die bekommen überhaupt keinen Heizkostenzuschuss mehr. Also das ist schon, kann man auch sagen, kann ganz schnell zu einer Armutsfalle werden für Menschen. Und wenn man so wie wir sagt, als Linke, wir wollen auf jeden Fall den Umweltschutz, wir wollen noch die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien, aber das darf eben nicht bedeuten, kollektives Frieren für die Ärmsten. Haben wir gerade noch Fragen hier? Ja.
So. Ja, Holger, ich habe mal noch, möchte mal noch auf eine andere Frage stellen, und zwar Stichwort Gentrifizierung, weil das gerade kam so mit beliebten Standorten. Also wir haben ja oft so die Entwicklung in Leipzig-Plagfit zum Beispiel, das ist gerade ganz aktuell, dass wir so Viertel haben, die sich selbst überlassen sind, von der Stadtverwaltung sozusagen vernachlässigt, brachen Industrieflächen, keiner interessiert sich dafür, auch keine Investoren. Dann kommen so ein paar Kreative hin, wenn die Viertel Glück haben, nicht in allen Vierteln, aber in einigen, die siedeln sich dort an, weil es halt sehr günstig ist, fangen an, Projekte, Theater, Clubs, was auch immer zu machen, werten die Viertel dadurch auf, verdrängen halt Kriminalität, Prostitution zum Beispiel aus solchen Vierteln. Das wird dann natürlich interessant für die Stadtplanung und dann kommen die Aufwertungsmaßnahmen und dann wird es interessant für die Investoren und teilweise entwickelt das eine massive Eigendynamik. In der Neustadt ist das sozusagen jetzt schon fast durch. Im Leipziger Osten geht es gerade richtig los, wie ich neulich erfahren habe. Ist jetzt sozusagen in dieser Initiative, die Sie, Frau Ley, initiiert haben, auch wird da auch in die Richtung gedacht. Also bisher heißt es ja so, ja, die wohnen ja billig dort und wenn die Mieten dann steigen, müssen sie halt raus, haben sie Pech gehabt, aber die haben ja vorher sehr günstig gewohnt, aber die sind ja sozusagen die Pioniere, die diese Viertel sozusagen überhaupt erst erschließen und entwickeln, ja, diese Kultur- und Kreativwirtschaft. Gäbe es da vielleicht Möglichkeiten, gesetzgeberisch vielleicht auch was zu machen, sei es in Form von Vorkaufsrechten oder vielleicht auch kommunal? In England gab es sowas bis 97, wenn dort halt leerstehende Häuser eine gewisse Anzahl von Jahren sozusagen genutzt worden sind, haben diese Nutzer sozusagen dort ein Recht erworben, das weiterhin zu nutzen. Das ist leider 97 unter Blair abgeschafft worden. In Schweden gab es sowas Ähnliches auch, ist auch abgeschafft worden. Vielleicht wird es Zeit, dass man sowas in Deutschland mal einführt. Ja, vielen Dank für die Anregung. Also ich kann nur sagen, dass diese ganze Frage von Gentrifizierung, von Verdrängung, ja eigentlich mit Anlass dafür war, dass wir diese Mieten- und Wohnungspolitische Initiative überhaupt gestartet haben, weil das Problem halt und genau in den Stadtteilen, wie Sie oder wie du sie beschreibst, halt am ehesten auch massiv aufgetreten ist. Ja, es geht jetzt natürlich auch zum Teil in Stadtteile, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie halt irgendwie dort hip, cool, kreativ und angesagt sind. Zum Teil, weil dann natürlich auch Leute, die jetzt beispielsweise erwerbslos geworden sind, also mit Zwangsräumungen dann auch gezwungen werden oder durch Zwangsumzüge gezwungen werden, in ja, ärmere Gebiete oder so an die Stadt ranzuziehen. Also das ist ein Teil auch des Problems. Aber natürlich ist es auch, war das, hatten wir das vor Augen. Ich finde das wirklich ganz gut, dass Sie gesagt haben, wir müssen unsere Instrumente auch so überlegen, dass es sich nicht gegen die Kreativen richtet. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich sage mal, von offizieller Seite werden die Kreativen da gerade mal so geduldet. Es ist ja meistens auch schwierig, ne? Und wenn man die Möglichkeit hat, diese dann irgendwie plötzlich aufgewerteten Grundstücke lukrativ zu verkaufen, dann nutzt man die Gelegenheit gerne, dann fallen die Kreativen nach hinten runter und müssen sich fürs Neues suchen und dürfen was anderes für wenig Geld aufwerten, um dann auch wieder irgendwann verdrängt zu werden. Zum Teil ist es halt so, und das finde ich bedauerlich, so ist in der Diskussion darüber, auch in den Bewegungen gegen Gentrifizierung dann so gesagt wird, naja, da kommen, wenn die Kreativen kommen, dann geht's los, dass die Alteingesessenen verdrängt werden. Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter betrachten, weil die Pioniere sozusagen, also Studenten häufig, Künstler häufig auch tatsächlich diejenigen sind, die ja auch Wohnungen dann besetzt haben oder aufgewertet haben, die vorher sozusagen dem Verfall preisgegeben wurden. Also ich finde es einfach schön, wenn man das als kreative Möglichkeit also erstmal gutheißt und erfordert und befördert. In Leipzig gab es ja mal dieses Wächterhausmodell. Jetzt kenne ich mich in Leipzig nicht so gut aus, kann also nicht die Hand dafür ins Feuer legen, ob das irgendwie gut gegangen ist, aber ich weiß, dass es zum Beispiel in Holland das auch gibt, dass man gesagt hat, na dort, wo jetzt tatsächlich auch gerade städtische Wohnungen oder auch von den Eigentümern verwaiste Wohnungen, Häuser, Fabrikhallen und so weiter da sind, dann geben wir das doch im Grunde Leuten in die Hand, die Lust haben, das instand zu setzen, die vielleicht auch da Kreatives machen wollen. Aber dann kann es natürlich nicht so sein, dass die da ihre Spielwiese kriegen und sobald es dann interessant für Spekulanten und Investoren gibt, werden die dann wieder rausgeschmissen. Insofern glaube ich, dass wir das in unsere Überlegungen einbeziehen sollten. Und es sind ja gerade die Kreativen, die die Kieze auch zum Teil lebenswert machen und es auch bereichern, kulturell bereichern. Und unsere Überlegungen sollten eher in die Richtung gehen, wie können wir die Kreativen halten und nicht dazu beitragen, dass die nur die in Anführungszeichen Zwischennutzer waren. Wir können ja in so einer Veranstaltung auch mal was durchbrechen. Frau Küpping, vielleicht eine unerwartete Frage. Zukunft steht ja mit im Titel für heute Abend.
Man sagt ja, die Konservativen fühlen sich mehr für das Wachstum verantwortlich, die Linkeren für die Verteilung. Können Sie sich vorstellen, dass wenn in Deutschland 10%, 66% des Volkseigentums besitzen, können Sie sich vorstellen, dass in Zukunft eine Verteilungsdiskussion von ganz anderen Dimensionen mal zustande kommt und auch ernst genommen wird? Ja, wir tun unser Bestes, um genau diese Debatte voranzubringen und hoffen, dass auf diese Debatte dann auch eine wirkliche Umverteilung folgt. Weil Sie haben Zahlen genannt, ich nenne auch immer gerne eine andere Zahl, weil es eine ständige Begründung für diese ungleiche Verteilung lautet ja, naja, das haben die sich ja auch mit Leistung erworben. Und jetzt ist es jetzt nicht so, dass die Linke sagt, es muss einen Einheitslohn geben für jeden. Jeder nur irgendwie 2000 Euro im Monat, nicht mehr, nicht weniger. Ganz so ist es nicht. Also es kann ja ruhig eine Einkommensspreizung geben. Aber die Frage ist halt, wo ist unten Schluss und wo ist oben Schluss? Und um mal ein Beispiel zu nehmen, also ein Krankenpfleger im Westen, muss man dazu sagen, der Nachtschichten macht, bekommt im Jahr, wenn es gut läuft, 49.000. Der Chef vom Pharmakonzern Bayer bekommt das 91-fache von dem. Und jetzt will ich dem Chef des Pharmakonzerns nicht zu nahe treten, ist bestimmt ein fleißiger Mann, der viel macht und auch einen langen Arbeitstag hat. Aber wie man das 91-fache von einem Krankenpfleger leisten kann, also das ist mir schleierhaft. So. Also vor allem, wenn man sich die Arbeit anschaut. Und vor diesem Hintergrund finde ich in der Tat, es gibt ja eine Debatte über sittenwidrige Löhne. Wir haben uns stark gemacht dafür, dass es in der Lohndebatte nach unten hin klare Grenze gibt, wo niemand darunter fällt. Und ich finde aber, wenn wir über sittenwidrige Einkommen reden, muss man auch irgendwann mal die Frage stellen, wann nach oben hin eine Schamgrenze erreicht ist. Wir haben noch eine Frage hier. Ja, es ist viel auch über die kommunalen Vermieter gegenüber Großvermietern oder vielleicht auch kleinen Vermietern geredet worden. Eine Seite fehlt mir da noch ein wenig, nämlich die Genossenschaften quasi als dritten oder vierten Player. Da würde mich von den Bundestagsabgeordneten auch mal interessieren, inwiefern das vielleicht auch eine Alternative zu kommunalen oder staatlichen Vermietern ist oder ob das eher eine Ergänzung ist. Und der, ich kann mir den Namen nicht merken, vom Mieterbund, hatte am Anfang doch ja, zu Recht die große Banken kritisiert, die dann eher so die Reichen bauen für die Reichen. Würde mich interessieren, inwiefern Sie dann doch, ob dann vielleicht Projekte wie die GLS vielleicht auch eher den sozialen Wohnungsbau fördert, ob das, ob man sowas vielleicht doch mehr fördern sollte oder ob das auch eher ja, in die schlechte Richtung geht. Ja, also Sie haben gerade vom GES gesprochen, wenn ich das richtig, ist mir auf Anhieb nicht bekannt. Ach, was meinten Sie? Ach, die Bank. Ach so, Entschuldigung. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Entschuldigung, ich hatte gedacht, Sie meinten irgendeine bestimmte Gesellschaft. Die Förderung sozialen Wohnungsbaus oder überhaupt sozialer Wohnungen ist etwas, was im Moment in Deutschland total unterbelichtet ist. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn man Lösungen findet, die in diese Richtung führen. Es ist vorhin schon mal gesagt worden, dass es in Deutschland mal viel, viel mehr Wohnungen mit Bindung gab, als das heute der Fall ist. Es gab in der alten Bundesrepublik Deutschland vor der Wende in den 70er Jahren etwa 6 Millionen Wohnungen mit Wohnungsbindung. Also sogenannte Sozialwohnungen. Inzwischen gibt es in ganz Deutschland noch 1,5 Millionen und jedes Jahr werden es 100.000 weniger, weil die Bindungen auslaufen und kaum was nachgebaut wird. Wir brauchen also dringend in diesem Bereich Anreize dafür, dass da was getan wird. Und da ist staatliches Handeln in jeglicher Hinsicht notwendig. Da reicht das private Handeln nicht aus. Privates Handeln muss gegebenenfalls angereizt werden. Das habe ich am Anfang auch gesagt. Und da muss man sogar über so schreckliche Dinge nachdenken wie Steuererleichterungen. Das machen wir als Mieterbund ganz selten, dass wir sowas ansprechen. Aber Steuererleichterungen sind etwas, was privates Kapital immer anreizt, auch wenn gar keine
eine Steuererleichterung ist, ist das psychologisch unheimlich wichtig. Also, wie muss ich sagen, der Deutsche liebt ja die gesparte Steuer mehr als seinen Partner oder seine Partnerin. Das ist überhaupt keine Frage. So, und wenn er nur das Gefühl hat, ich habe hier Steuern gespart, dann ist er schon irgendwie glücklich. Und diesem Glück sollte man Vorschub leisten, indem man an bestimmten Stellen sagt, wenn du dich in diesem Bereich verpflichtest, wenn du da was baust, kriegst du auch eine steuerliche Förderung. Und um einem Grundproblem zu begegnen, mir wird dann immer entgegengehalten, ja, da könnte es ja zu furchtbaren Fehlallokationen kommen. Also, dann wird das da gefördert, wo ich die Wohnung gar nicht brauche. Meine Damen und Herren, da, wo ich die Wohnung nicht brauche, nimmt sie der Markt auch nicht ab. Das heißt, der, der da investiert, ist mit dem Klammerbeutel gepudert. Sinnvollerweise macht er das da, wo Wohnungen gebraucht werden. Also habe ich da nicht so eine ganz große Angst. Das war jetzt aber nur ein Beispiel. So, ich würde mich jetzt mal hier ganz kurz einklinken. Also wir haben noch einen Wortbeitrag hier aus dem Publikum, sehe ich gerade. Wir beginnen jetzt mal ein paar Fragebogen auszuteilen. Wir hatten ja am Anfang schon das Thema Steuern und Steuergelder sind ein großes Thema. Diese Veranstaltungen der Bundestagsfraktion sind auch natürlich von Steuergeldern finanziert und die wollen wir natürlich auch jetzt und in Zukunft gut und richtig einsetzen. Wir wollen dabei um Ihre Unterstützung bitten. Also wenn Sie dann anonym vielleicht diesen Fragebogen, sind wirklich bloß ein paar Fragen mit dem Kreuz schon ausfüllen könnten, würden wir uns sehr freuen und würden sie dann am Ausgang entgegennehmen. Das heißt aber nicht, dass die Veranstaltung jetzt zu Ende ist. Ich gebe jetzt weiter ins Publikum. Darf ich vielleicht die eine Frage noch beantworten, die auch an mich oder an uns als Bundestagsabgeordnete gestellt war, nämlich Genossenschaften? Ja, finden wir auch gut, würden wir auch unterstützen. Ja, kann man sozusagen auch, also das schließt sich überhaupt nicht aus aus unserer Sicht. Wir haben schon noch Vorstellungen, generell das Genossenschaftswesen auch zu stärken und auch so eine innere Demokratisierung. Also dass wir schon sagen, wir wollen ja, also zum Beispiel den Genossenschaftsmitgliedern auch mehr Mitsprache ermöglichen, aber die Stärkung von Wohnungsgenossenschaften ist auch Bestandteil von unserem Konzept. Ich glaube, Herr Sieben, achso, ist noch eine Frage, bitte. Ich würde gerne noch mal das Podium nutzen, um meine Fragen loszuwerden. Ich finde die Veranstaltung sehr, sehr spannend. Grundrecht oder Luxus ist ja die Überschrift. Und ich meine herausgehört zu haben, dass Sie alle in die Richtung des Grundrechts argumentiert haben und damit unterschiedliche Aspekte auch des Wohnens angesprochen haben. Ich sehe wiederum aus kommunaler Sicht meine Fälle komplett davonschwimmen, als politische Akteurin hier, weil auf der kommunalen Ebene gibt es im Grunde genommen keine Instrumente, wenn man das kommunale Wohnungsunternehmen und damit das kommunale Wohneigentum veräußert hat, aktiv auf dem Markt gestaltend einzuwirken. Wenn ich jetzt höre, Sozialwohnungen müssen erneuert werden oder errichtet werden, dann kann ich Ihnen sagen, von den 1,5 Millionen haben wir in Dresden 69. Das ist eine ganze Menge, finde ich, für eine 500.000 Einwohnerstadt lächerlich. Und es werden weniger. Aber wir haben ein Land, was im Grunde genommen gar nicht in Wohnungsbau für Mietwohnungen investiert. Dummerweise ist die Wohnungspolitik keine Bundes-, sondern seit 2006 nach der Föderalismusreform Ländersache. Wie kann ich denn das Problem lösen, erstens? Und zweitens, es gibt seit einigen Jahren sogenannte integrierte Stadtentwicklungskonzepte. Die haben es glücklicherweise auch in die Gesetzgebung geschafft. Die sind im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, verankert und zwingen Kommunen, Konzepte in dieser Weise aufzustellen, um Förderung seitens des Bundes im Bereich der Stadtentwicklungsförderung zu bekommen. Kann man sich nicht vorstellen, integrierte Wohnkonzepte auf Bundesebene als ein ähnliches Instrument zu implementieren und das wiederum ähnlich der Städtebauförderung an öffentliche Fördergelder zu binden, weil dann muss man sich sozusagen integriert dem Thema Wohnen stellen und das nicht immer nur unter dem Motto Arm und Reich und Eigenheimbauer, Genossenschaftler, Finanzinvestoren, also extrem segmentiert betrachten und immer mal aus der Kiste irgendeine Gruppe ziehen, der man sich gerade widmet, sondern eben als Gesamtprojekt für eine Gemeinde, eine Stadt, ein Quartier, ein Kiez, wie auch immer. Und die letzte Bitte ist, jetzt an die Akteure aus der Bundesebene, versucht doch bitte den Begriff der Angemessenheit bei den Kosten der Unterkunft
nach 8 Jahren rechtlich zu verregeln. Ich denke, diese Definitionssuche der Richter kostet Menschen, die auf Kosten der Unterkunft angewiesen sind, Nerven und viel, viel Lebenszeit. Und es ist verdammt nochmal nicht nötig. In Dresden sind Tausende von Rechtsklagen, weil man zu hohe Kosten der Unterkunft hat, aufgrund des Marktes, die aber die Stadt wiederum nicht zahlen möchte, anhängig. Und Richter streiten über den Begriff der Angemessenheit und tun dies auf Lasten der Bürger, die auf öffentliche Gelder angewiesen sind. Ja, also das ist, war immer ein Schwerpunkt unserer Arbeit, auch sicherzustellen, dass nicht im Zuge der über die Kosten der Unterkunft wirklich Zwangsumzüge richtig massenweise produziert werden. Ein Ansatzpunkt für uns war, bei allen Haushaltsverhandlungen uns dafür einzusetzen, dass der Bundesanteil an dieser Frage deutlich höher wird. Wir haben da auch, das gehört auch zu den Erfolgen, die wir aus der Opposition heraus manchmal bewirkt haben, Seite an Seite, auch mit den kommunalen Vertretern, dass das einmal im Haushaltsansatz verdoppelt worden ist. Fakt ist, dass das auch immer eine Stelle war zum Einsparen. Und was ich in Dresden, das muss man hier glaube ich schon nochmal unterstreichen, weil dafür gibt es politisch Verantwortliche. Also es hat ja ein Sozialgerichtsurteil gegeben, was klar gesagt hat, die hier geltenden sogenannten angemessenen Kosten der Unterkunft sind zu niedrig. Und es hat ja richtig, ist sehr auf Zeit gespielt worden von den Verantwortlichen in Dresden, also konkret von Schwarz-Gelb in Dresden, also das muss ich Chris nicht sagen, aber an dieser Stelle lohnt es sich nochmal, das öffentlich zu machen und auch zu unterstreichen, dass man bewusst darauf gesetzt hat, naja, die Leute müssen halt erst klagen, damit sie Recht bekommen, in der Zwischenzeit hat man fleißig Geld eingespart. Das ist also nicht nur gegenüber den Einzelnen, der am Ende dem einen Zwangsumzug droht, eine Sauerei, sondern es ist auch volkswirtschaftlich Wahnsinn, weil damit fallen ja auch wieder Kosten an, also hier ist ganz klar, wir sagen, wir müssen mehr Geld in diesem Bereich in die Hand nehmen, damit eben nicht passiert, dass sich die Menschen nach ihren Einkommen in unterschiedliche Stadtteile zurückziehen und der Riss mitten durch die Stadt durchgeht. Gut, gibt es noch Fragen? Ich bin noch bei einer nächsten Frage aus dem Publikum hier. Ja, ja, ich würde noch mal fragen zu den Ausführungen vorhin, dass jedes Jahr 100.000 Sozialwohnungen wegfallen in Deutschland, weil die Bindungen auslaufen, was ist darunter zu verstehen? Welche Bindungen laufen da aus? Wenn eine Sozialwohnung gebaut wird, dann ist an die Förderung, die derjenige, der sie baut, erhält, eine Verpflichtung gebunden, dass sie 20 Jahre lang dem entsprechenden Markt der geförderten Wohnungen zur Verfügung stehen muss und nur an Leute mit Wohnberechtigungsschein vergeben wird. Wenn diese 20 Jahre um sind, dann ist es vorbei. Dann kann die Wohnung in den völlig normalen Markt integriert werden und das ist das Auslaufen der Bindung. Und überall laufen zurzeit diese 20 Jahre ab und ganz wenig wird nachgebaut. Das ist im Grunde das, was da passiert. Darf ich trotzdem noch eine Frage beantworten zum Grundrecht auf Wohnen und zum Thema sächsische Wohnungspolitik? Da hat nämlich die Kollegin aus dem Stadtrat was zugesagt. Also erstmal bin ich der Meinung, und ich glaube, da sind die Linken derselben Meinung, das Grundrecht auf Wohnen gehört in die Verfassung. Es steht im Grundgesetz nicht drin. Es steht in mehreren Länderverfassungen in Deutschland. Übrigens sind die nicht nach parteipolitischer Couleur zu sortieren. Beispielsweise in Bayern steht es drin und in Nordrhein-Westfalen, wenn ich mich richtig entsinne, nicht. Es gehört ins Grundgesetz. Es ist gut, dass im Grundgesetz der Tierschutz verankert ist und viele andere Dinge. Das Grundrecht auf Wohnen für Menschen gehört da rein. Das ist überhaupt keine Frage und das müssen wir irgendwann mal endlich hinkriegen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, der mir auf den Nägeln brennt, deswegen wollte ich da noch was zu sagen, sächsische Wohnungspolitik. Ich bin ja für die Bundesebene zuständig und beobachte deswegen alle Bundesländer, wie sie Wohnungspolitik betreiben. Bei Sachsen würde ich sagen, da ist keine Wohnungspolitik erkennbar. Also ich sehe da weder eine positive noch eine negative, sondern eigentlich gar keine. Vielleicht ist das überzogen, aber jedenfalls ist das meine Wahrnehmung. Es gibt ja Mittel, die der Bund im Zuge dieser Föderalismusreform den Bundesländern dafür gibt, dass sie im Bereich der sozialen Wohnraumförderung tätig sind. Das sind zwar nicht irrsinnig viele Mittel, aber es sind im Jahr 518 Millionen. Wie viel davon in Sachsen landen, weiß ich nicht. Sie sind bisher nicht
definitiv zweckgebunden. Das heißt, das jeweilige Bundesland kann auch was anderes damit machen, irgendwelche Altschulden tilgen oder Ähnliches. Und es ist eine dringende Forderung, dass A, diese Kompensationsmittel weitergezahlt werden, die sind nämlich nur bis 2013 fest, danach gibt es die nicht mehr sicher, und dass sie zweckgebunden, und das ist ein Teil der Antwort auf Ihre Frage, dass sie zweckgebunden den Ländern gegeben werden. Das heißt, sie dürfen dieses Geld ausschließlich für die soziale Wohnraumförderung verwenden und müssen es auch dafür verwenden. Das wäre wenigstens eine Teilantwort auf Ihre Frage. Gibt es noch Fragen? Ich wollte gerne mal was dazu sagen zu der energetischen Modernisierung. Ich wollte noch was zu der Modernisierung, zu der energetischen sagen. Und zwar gibt es eine Studie vom Fraunhofer Institut, was ich kürzlich erst gelesen habe, dass diese Modernisierung mit dieser Plastikumhüllung und dergleichen nur basiert auf einer rechnergestützten Studie, was die Bundesregierung fördert. Und die Wahrheit ist so, dass wir als Mieter bedeutend mehr Kosten nach der Modernisierung haben an Heizkosten, Energiekosten im Endeffekt. Und das beißt sich hier in den Schwanz. Hier haut was nicht hin. Und diese Studie ist vom Fraunhofer Institut und ich habe jetzt noch einen zweiten Artikel, der mir in die Hand gekommen ist, der Ähnliches aussagt, dass diese energetische Modernisierung mit den falschen Baumaterialien völlig verkehrte Richtung geht. Ich kann Ihnen jetzt nicht, kann jemand im Publikum sagen, wie, an wen sich der Herr dort wendet, möglicherweise mit Gutachten, möglicherweise mit Klage? Also ich will nur eins sagen, die energetische Sanierung führt meistens dazu, dass das, was an Kosten umgelegt werden kann anschließend, deutlich mehr ist als das, was ich an Heizkostenersparnis habe. Ich habe aber normalerweise eine Heizkostenersparnis. Die ist nur nicht so, also ich kenne noch keinen Fall, wo nach der energetischen Sanierung mehr geheizt werden musste als vorher. Den habe ich noch nicht gehört. Aber es wird nicht so viel weniger an Heizkosten eingesetzt, wie ich auf der anderen Seite bei der Kaltmiete oben drauf zahlen muss. Das ist das eigentliche Problem der energetischen Sanierung. Was die Studie des Fraunhofer Instituts betrifft, noch eins. Sie haben recht, dass alle diese Berechnungen, die da durchgeführt werden im Hinblick auf die energetische Sanierung, in der Tat theoretische Berechnungen sind. Ein ganz großes Problem ist, dass es hinterher nicht ordentlich gemessen wird, dass nicht ordentlich hinterher evaluiert wird, was ist denn da eigentlich tatsächlich bei rausgekommen. Und insofern gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie nochmal mit Herrn Siebenkotte danach mal sprechen, wen Sie da sozusagen mit bemühen können, dass das offizieller wird. Sie sind ja, es ist ja offensichtlich für viele interessant. Gibt es noch? Ja, wir haben hier noch. Also es ist doch ganz wichtig nach der Sanierung, dass man am Tag zwei bis dreimal am Tag auch seine Wohnung lüftet. Es kann nicht so sein, ich habe einen Mieter, der hat ein halbes Jahr lang kein Fenster aufgehabt, ja. Und das kann nicht wahr sein. Und dann bildet sich Schimmel. Und da sagt der Mensch, haben Sie auch recht, Herr Krügel, dann werde ich jetzt in Zukunft die Fenster aufmachen mal, zwei bis dreimal am Tag. Eine Wohnungsnot in Sachsen und in Dresden kann ich noch nicht erkennen, da ich nämlich dieses Jahr eine Wohnung saniert habe für sehr viel Geld und will eine Miete haben. Die Wohnung ist 54 Quadratmeter groß, mit BKW-Stellplatz am Haus für 270 Euro kalt. Also, da können Sie sich auch gleich mal Werbung machen. Wo liegt denn die Wohnung? Oh! Gut. Gut. Ich würde vorschlagen, zum Schluss folgende Frage zu beantworten, wenn es geht, kurz, eine Minute ist gemeint. Herr Rietschel, was sind in den nächsten Jahren mittelfristig Ihre Befürchtungen und was sind Ihre Hoffnungen? Bitte, wenn es geht, ganz kurz.
Unsere Befürchtungen sind, dass die Dynamik und die Spreizung zunimmt, die ungesund ist. Und unsere Hoffnung ist, dass auch der kleine private Eigentümer weiterhin sein Existenzrecht verwirklichen kann und nicht immer bloß zum Prügelknaben zwischen den Mahlsteinen herhalten muss. Wir wollen die breite Eigentumsverteilung und wir wollen nicht eine Konzentration in den Händen weniger anonymer, nie greifbarer Vermieter. Ja, meine Befürchtung ist, dass es mehr Zwangsräumungen geben wird. Das ist ja, hängt zusammen mit diesem Gesetz mit dem langen Namen, über das wir vorhin kurz gesprochen haben. Das wird nämlich jetzt erleichtert. Das befürchte ich wirklich, dass jetzt mehr Leute sozusagen gekündigt und auch ohne Gerichtsbeschluss geräumt werden. Ich befürchte weiterhin, dass in vielen Städten es eine Entwicklung geben wird, in denen man nicht mehr so sozial durchmischte Wohngebiete hat, sondern wo die Einkommensschwachen und Armen am Stadtrand wohnen oder in bestimmten Wohngebieten und die Wohlhabenden sich dann so die Innenstadt unter den Nagel reißen. Das sollten wir verhindern. Ja, meine Hoffnung ist, dass es einen bunten, breiten und munteren Widerstand da geben wird und da können alle mitmachen. Herr Siebenkotte. Meine Befürchtung ist, dass die Wohnungspolitik auf Bundesebene nach der Bundestagswahl am 22. September von der derzeitigen Koalition weiter betrieben wird. Meine Hoffnung ist, dass das nicht so ist und dass wenigstens eine der drei Oppositionsparteien, die alle in dem Bereich unterschiedlich gute, aber konstruktive Vorschläge gemacht haben, in der Regierung sitzt und das dann auch noch durchsetzt, was die in ihre Programme geschrieben haben. Das ist meine Hoffnung. In einer Minute. Meine Sorge ist, dass viele Dinge, die unverzichtbar für das Leben, für Demokratie sind, sei es Wasser, sei es Wohnung für den Einzelnen, dass die zunehmend privatisiert werden, dass die Raum für, vor allen Dingen genutzt werden für Spekulation. Meine Hoffnung ist, dass der Widerstand dagegen, der nicht nur bunt und munter ist und wo viele mitmachen, vielleicht auch Sie, erfolgreich ist und dass es uns gelingt, wirklich die sozialen Grundrechte einzuschreiben in das Grundgesetz. Und das heißt halt eben nicht nur das Grundrecht auf Wohnen, dass es auch ein Grundrecht auf Ausbildung gibt und ein Grundrecht auf soziokulturelle Existenzsicherung. Und vielleicht spricht sich ja rum, was einige Sozialwissenschaftler schon erfahren haben, dass Gleichheit auch Glück bedeuten kann. Und die Erfahrung ist ja, dass Gesellschaften, in denen die Schere zwischen Arm und Reich nicht so weit auseinandergeht, Gesellschaften sind, in denen alle Schichten, Arm, Mitte und Reiche, deutlich glücklicher sind, deutlicher zufriedener. Also insofern, wenn wir über das Grundrecht Wohnen reden, dann sollten wir nicht nur über Wohnpolitik reden, sondern am Ende kratzen wir auch an den ganz großen Fragen, nämlich womit kann man spekulieren, aber wir kratzen eben auch an der Frage, wie sollte generell in einer Gesellschaft das Einkommen verteilt werden. Und ich finde, wir müssen über eine Sockelung nach unten nachdenken, das heißt mindestens Mindestlohn und sanktionsfreie Grundsicherung, vielleicht auch mehr wie das Grundeinkommen. Und wir müssen aber auch nach oben hin deckeln, vielleicht über die Steuer oder auch indem wir ganz generell in dieser Gesellschaft sagen, es muss sozusagen eine Grenze nach oben geben. Denn die Frage, wie man mehr als das 40-fache des gesellschaftlichen Minimums wirklich in mehr an Lebensgenuss umsetzen kann, das konnte mir noch niemand beantworten. Herzlichen Dank für Ihre Fragen, Ihre Anteilnahme. Herzlichen Dank für Ihre Ansicht, meine Damen und Herren. Und Ihnen noch einen guten Abend.